Hallo und herzlich willkommen in der Leebubble. Wie schön, dass du mit dabei bist. Der Herbst nähert sich mit großen Schritten und bei uns ist es abends schon vor neun wieder ziemlich dunkel. Zeit also für eine richtig schöne lange Hörbuchsitzung. Heute gibt es eine Sammlung mit den allerschönsten Tiermärchen der letzten Zeit. Ich hoffe, dass sie dir gut gefallen und wenn du auch die nächsten Geschichten auf keinen Fall verpassen willst, dann klick doch schnell auf Abonnieren, bevor es losgeht und die kleine Glocke. Mach's dir jetzt bequem, lehn dich richtig schön gemütlich zurück und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Tschüss! Die Weiße Eule Habt ihr gesehen, wie sie vorüberflog? sagte die Polarfüchsin zu ihren schwarzbehaarten Kleinen, die sich in dem warmen Höhlengang des Baus schnuppernd an sie drängten. Drin fand man Schutz vor Sturm und Schneetreiben und vor all der grimmigen Kälte draußen. Denn es war ja ganz oben im hohen Norden an der Küste der Insel Spitzbergen, die noch so viel weiter nordwärts gelegen ist als Norwegen und als all die anderen bekannten Gegenden der bunten Länderkarte von Europa. Habt ihr die weiße Eule gesehen? Gebt acht, wenn sie noch einmal da drüben über die Klippen fliegen wird. Seht sie euch ordentlich an, denn sie ist ein Wundervogel, weit über neunhundert Jahre alt, und ihresgleichen gibt es nicht wieder. Am kalten Strande draußen lagen die Seehunde und sonnten sich in den bleichen Strahlen der Mitternachtssonne, die immer ganz tief am Horizont stand und doch nicht untergehen wollte. Sie blinzelten mit den sanften Augen und schauten bedächtig auf denn auch sie hatten die weiße Eule vorüberfliegen sehen. Diese Eule war der geheimnisvolle Vogel, den alle Tiere des Polarkreises mit Ehrfurcht betrachteten. Sie hatte viel gesehen und große Weisheit gesammelt. Ja, sie hatte sogar den Nordpol gesehen. Ihre großen weißen Flügel trugen sie stark und sicher dahin über all die unendlichen Eisflächen, die zwischen Spitzbergen und dem Nordpol wohl hunderte Meilen von Meilen weit ausgedehnt liegen. Aber auch nach Süden, so kann die Eule fliegen, bis dahin, wo es so abscheulich heiß ist, sagte der Eisbär, der unter der Klippe auf einer Scholle saß. Er schüttelte sich vor Unbehagen bei dem Gedanken an so viel Wärme. Mehr, sie kennt sogar die Wohnungen der Menschen und hat uns davon erzählt, wie töricht das Menschenvolk ist, weil es immer wieder welche unter ihnen gibt, die so lange den Weg nach Norden suchen, bis sie vom Eis begraben oder vom Meerwasser verschlungen werden. Oder? Bis die Eisbären sie verspeisen, sagte der alte Seehund mit dem treuherzigen Blick. Sein Haar war spiegelblank zurückgekämmt und weich wie Seide. Er ließ sich jeden Morgen von den Wellen kämmen, ehe zum behaglichen Sonn an den Strand kroch. Na, besser wir verspeisen sie, als daß sie sich unsere Tatzen wohl schmecken lassen." Erwiderte der Eisbär und wälzte seinen dicken Leib auf die andere, kältere Seite der Eisscholle, auf der er ruhte. »Auch unsere schönen weißen Kleider ziehen sie uns aus, um sich damit zu schmücken.« Er schlug mit seiner gewaltigen Pranke auf das Eis, das es krachte und splitterte, so daß ein paar schwerfällige Fettgänse, die in seiner Nähe am Ufer saßen, erschrocken aufflogen jedoch nur, um sich gleich wieder dicht daneben im seichten Wasser plumps niederzulassen. »Hört, macht nicht solchen Lärm mit euren breiten, plumpen Schwimmfüßen!« rief die Füchsin vom Eingang ihrer Höhle her. »Ich höre einen anderen Ton in der Luft. Ihr wisst, mein Gehör ist fein und trügt niemals.« ich höre den nahenden Flügelschlag der weißen Eule. Und im Dämmerschein des Polarabends kam sie lautlos herangeflogen mit großen, ausgebreiteten, schneeweißen Flügeln. Sie ließ sich auf die Klippe nieder, von der der Eisbär sogleich ehrfürchtig zurückgerollt war, und blickt über die Küste hin mit großen, wunderbaren, immer grau verschleierten Augen. Sie war ein herrlicher Vogel in ihrer fleckenlosen Weiße, aber das Schönste an ihr waren doch die Augen, welche aussahen, als ob sie alle Dinge dieser Erde und alle Geheimnisse bis auf den letzten Grund gesehen hätten. In der großen Stille ringsum vernahm man deutlich jedes Wort, als sie mit ihrer leisen, feinvogelstimme zu reden begann. Ich grüße euch, meine Kinder vom nördlichen Eismeer. Ich wollte euch wiedersehen auf meiner Reise nach Süden und wollte euch erzählen, was ihr alle so gern hört und von dem ihr doch alle nichts wissen könnt. Ich will erzählen von meinem letzten Besuch am Nordpol. Ich bin in diesem Jahr zum tausendsten Male dort gewesen, deshalb war es ganz besonders schön und feierlich wie ein Jubiläum. Die Eule schlug ihre langen spitzen Krallen fester in das graue Moos der Klippe, auf der sie saß. Ja, Diesmal war es ganz besonders schön. Ich saß auf der Achse der Erde und sah die funkelnden Sternbilder um mich herum sich im Kreise drehen. Sie alle schienen meinen Ehrentag mitzufeiern, und meinen alten Augen schimmerten sie diesmal fast zu grell. Der Orion hatte sein glänzendes Schwert umgegürtet wie ein Held, und der große und der kleine Bär bewegten sich mit dem festlichen Reigen. Der Nordstern leuchtete und das Siebengestirn schien mir zu winken. Der Drache zog seinen glänzenden Schweif über den schwarzen Himmelsbogen hin. Ja, es waren Sterne ohne Zahl, die flimmerten auf mich herab und lehrten mich die alte Weisheit von der Kleinheit der Erde. Dann kamen die Nordlichter und tanzten vor mir ihre blendenden Feuertänze. Bläulich schimmerte das Eis in ihrem Licht und bläulich erglänzte auch mein Gefeder. Der Mond erbleichte und selbst die Mitternachtssonne war trübe, denn am Nordpol herrschten die Nordlichter. Die Sonne ist da oben wie gestorben und auch der Sturm muss schweigen. Am Nordpol ist fortwährend Windstille, nicht einmal das Knacken des Eises würdet ihr hören und keines Vogels Geschrei. Denn im Kreise um die Achse der Erde ist ewig Totenstille. In dieser Stille war ich drei Tage und drei Nächte lang und füllte meinen alten Vogelgeist mit neuer Weisheit. Jetzt aber will ich südwärts fliegen, bis hin zu den Meeresströmungen, von denen sich das Menschenvolk so gerne nach Norden treiben lässt. Wie sind sie klein und schwach in ihrem ehrgeizigen Streben nach Ruhm und Wissen. Wie manches Schiff sah ich im Eis vergehen und wie manches Gebein sah ich bleichen. Ja, einen sah ich in den Lüften fliegen und doch auch in die Tiefe stürzen. »Wie kann ein Menschenkind das Fliegen versuchen, wenn er nicht Flügel hat, die so stark und ausdauernd sind wie meine?« und Die Greise-Eule spannte bei diesen Worten ihre Schwingen weit, weit aus. »Lebt wohl, bis zum nächsten Jahr!« rief sie beim Aufwärtsschweben und aller Augen folgten der weißen Erscheinung, welche ebenso schnell und lautlos, wie sie gekommen, in den Nebeln, die über der Insel landeinwärts lagerten, verschwand. Das war eine schöne Geschichte, und das war Weisheit, sagte die Füchsin. Aber nun, ihr guten Kinder, denke ich, wollen wir lustig sein und tanzen. Denn der Mond ist aufgegangen, und zu viel Weisheit vorm Schlafengehen ist nicht bekömmlich. Die kleinen Füchse faßten sich gegenseitig bei den Pfoten und tanzten auf den blank gewaschenen Kieseln des Strandes, daß es eine Lust war. Die Seehunde wälzten sich im mondbeschienenen Wasser, bis der Schaum hoch aufspritzte und der alte Eisbär sich bummend weiter auf den Strand zurückzog. Nur die dicken Fettgänse blieben unbeweglich neben der Klippe sitzen. Zum Tanzen waren sie zu bequem und vielleicht auch nicht mehr jugendlich genug. Die weichen flatternden Nebel, die über der Insel lagerten, wurden dichter und verhüllten schließlich ganz die Richtung nach dem Süden, in der die weiße Eule verschwunden war. Aus dieser Richtung von Süden her Kam langsam ein Schiff gefahren. Es war ein gutes Schiff, breit und kräftig gebaut, mit wuchtigem Bug, der auch den härtesten Eismassen Widerstand leisten konnte. Seine Masten waren harzige Tannenstämme in Schwedens Küstenwäldern gewachsen und deshalb von Jugend auf an an die Gewalt der Seestürme gewöhnt. Es war die Maria, das Schiff des schwedischen Schiffers Olafs Erichson der trug eine große Sehnsucht in der Seele, ein einziges Verlangen, es allen seinen Landsleuten zuvor zu tun, zu sehen, was bisher noch keines Menschenauge gesehen hatte, und endlich den Nordpol zu erreichen. Mit günstigem Wind war die Maria bisher gefahren, vorbei an norwegens felsiger küste vorbei am steilen dunklen nordkap das so scharf gezeichnet ist gegen die dahinter sich dehnende ferne der unbekannten gewässer des nördlichen eismeeres tage und nächte lang immer nur wasserfläche stahlgrau und öde im kraftlosen sonnenlicht und dann kam die kahle küste von spitzberg von da aus wollte man hinüber zum rätselhaften Franz Josefsland und weiter hinauf bis dahin, wo auf den Landkarten die großen weißen Flecken anfangen, von denen niemand mehr sagen kann, was dort zu finden ist. Ein jeder Schiffer, der dort hinauf will, muß wissen, ob er Mut genug in der Seele trägt, um auszuhalten in der grausigen Polarnacht, die sechs Monate dauerte und in einer Kälte, die niemand recht beschreiben kann. Der Schiffer Olaf Erichson hatte solch mutigen Sinn und eine starke Hoffnung, sein Ziel zu erreichen. Er blickte vom Deck seines Fahrzeugs auf das kalte, graue Wasser, das sich öde und weit vor ihm ausdehnte. Das gleichmäßige Rauschen der See schläferte ihn ein und er schloß die Augen. Da sah er im Traum das Bild seiner Heimat. Er sah ein kleines weißes Haus in Schweden, das in sonnigen Dünen dicht am Strande gebettet lag. Er schaute durch das niedrige Fenster in eine helle Stube hinein und sah ein Weib am Tische sitzen. Es war Maria, seine Frau. Die linke Hand hatte sie aufgestützt und ihr Gesicht war nach der Seeseite zugewandt. Die rechte Hand hielt den hölzernen Rand einer Wiege, in der ein Knabe schlief. Das war sein Sohn. Und im Traum erlebte er noch einmal die Stunde des Abschiedes, in der Maria den goldenen Ehering an seiner Hand geküsst hatte. Du wirst mich niemals vergessen, solange du den Ring hast, und du wirst wiederkommen, so Gottes will! Hatte sie dabei gesagt. Dann erwachte Olaf Erikson und fühlte nach seinem Ring und drückte ihn fest. Er wusste, dass er sein Weib und Kind nicht vergessen konnte, in alle Ewigkeit nicht. Der weiße Schleier der Polarnacht, die im Sommer hell ist, weil die Sonne nicht untergeht, senkte sich herab. Es war Dämmerung. Im Tauwerk der Masten schwankten rechts und links die beiden Laternen grün und rot. Der Steuermann war vorne in seinem kleinen Haus, und die übrige Mannschaft rot in der Kajüte aus vom schweren Tagewerk. Kurs nach Nord immer geradeaus in die graue Ferne hinein. Der Schiffer blickte nach oben, ob die Nebel sich noch verdichteten, denn kein Stern war zu sehen, kein Licht außer den beiden Laternen. Da fiel ein sonderbarer Schein auf sein Gesicht. Er kam aus einem bisher noch nie gesehenen Augenpaar, das unverwandt auf Olaf Eriksson gerichtet war. Im Mittelmast auf der Rahl saß eine große, weiße Eule, und im Nebel, der ringsumher lagerte, schien das Gefieder des Vogels selbst aus feinen Nebelstreifen gewoben zu sein. War es Sinnestäuschung? Oder war es ein Gespenst, das des Schiffers noch halb vom Traum befangene Sinne nahte? Geräuschlos bereitete der Vogel seine Flügel aus und ließ sich zu Olafs Füßen auf das Deck nieder. Sieh da, ein Polarvogel, eine weiße Uhuart, wie sie in diesen Gegenden manchmal vorkommen sollen, sagte der Schiffer. Aber gleich darauf schnürte ihm ein beklemmendes Gefühl die Kehle zu, wie der fremde Vogel seine Schleieraugen plötzlich weit aufmachte und ein ganzes Bündel von gelben Strahlen daraus hervorschießen ließ. Dann vernahm er eine fremde Stimme, die mit Menschenstimmen kaum Ähnlichkeit hatte und die er trotzdem sehr gut verstand. Ich bin die weiße Eule sagte die Stimme. Bin die älteste meines Geschlechts und komme, dich vom Nordpol zu grüßen, Olaf Erichsohn. Vom Nordpol? Dem Schiffer stieg vor Erregung das Blut ins Gesicht, denn dieses Wort bedeutete ihm alles, was sein Herz begehrte Ehre, Erfolg und die Befriedigung seiner geheimsten Wünsche erzähle mir vom nordpol und wenn du kannst so führe mich dorthin du fremder vogel rief er begeistert aus gib mir unterkunft auf deinem schiffe in deiner warmen kajüte so will ich sehen was ich für dich tun kann erwiderte die eule und wie olaf verlangt seinen arm ausstreckte da flog sie vom boden auf und setzte sich darauf Sie ließ es geschehen, daß er sie behutsam und immer noch wie Traumbefangen in seine Kajüte hinuntertrug. Ich will mich einmal mit diesem Menschenvolk etwas näher einlassen, denn auch das wird Weisheit bringen, sagte die Eule leise vor sich hin. Diesmal sagte sie es in ihrer besonderen Vogelstimme, und davon verstand der Schiffer keine Silbe. Unten in der Kajüte ließ Olaf die Eule sich niederlassen auf den Rand des kleinen Schrankes von dunklem Eichenholz, in dem seine Gefährten der Einsamkeit seine Bücher aufgespeichert waren. Sie saß davor gerade so, als ob sie dahin gehörte, und sah in ihrer Ruhe aus wie ein ausgestopftes Tier. Nichts verriet ihr Leben als nur dann und wann ein müdes Blinzeln der verschleierten Augen, aber herrlich und milchweiß glänzte selbst hier das Gefieder im trüben Lichte der kleinen Öllampe, die von der Decke herunterhing. Solche weißen Eulen hatte Olaf Erichson in Schweden niemals gesehen. Da gab es nur graue und braune Vögel dieser Gattung, die versteckten sich am Tage und flatterten des Nachts im Kiefernforst umher. Die machten Jagd auf Mäuse und riefen "Kiwit kiwit", so daß viele Leute sich vor ihnen fürchteten. Vor dieser Eule aber hier, empfand der Schiffer keine Furcht, obgleich er wußte, daß sie kein gewöhnliches Tier, sondern ein Zaubervogel war. Und weil sie seine eigene Sprache sprechen und auch verstehen konnte, so wurde er immer vertrauter und redete zu ihr wie zu einem alten Freunde. So blieb sie in der kleinen Kapitänskajüte der Maria viele Tage und viele Nächte lang. Die Mannschaft bemerkte den fremden Vogel, ohne sich weiter viel zu verwundern, denn auf Seereisen gewöhnt man sich überhaupt bald das Wundern ab, der kleine Schiffsjunge schlich eines Morgens unbemerkt in die Kajüte, und nach einigem Zögern und Anstarren steckte er behutsam die Finger aus, um das weiße Gefieder, die beiden starken, über dem Schwanz gekreuzten Fittiche, ein wenig zu betasten. Sie ließ es sich gefallen, aber dann blinzelte sie mit den Augen, und da fuhr erschrocken zusammen und lief wieder an Deck hinauf, so schnell seine Füße ihn tragen konnten. Der Leichtmatrose oben, der gerade eine Pfeife stopfte, räusperte sich und meinte: Was nur unser Kapitän an dem alten Kauze findet, wenn's wenigstens noch ein eßbarer Vogel wäre, dann wär das freilich eine andere Sache. In den stillen Abendstunden, wenn die Lampe drunten tröstlich brannte und man die Kälte draußen vergessen konnte, bei lustig ringelndem Dampf, der aus Teekesseln und Groggläsern hervorstieg, an solchen Abenden erzählte die Eule dem Schiffer auf ihre Weise von den Geheimnissen des Nordpols. Er wusste freilich hinterher nie ganz genau, ob er gewacht oder geträumt hatte. Aber alle diese märchenhaften Dinge setzten sich in seiner Seele fest und erfüllten ihm schließlich Sinne und Gedanken vollkommen. Ja. Wer den Nordpol erreichen will, der muß alles in der Welt, was ihm sonst lieb ist, verlassen und vergessen können. Er darf auch nicht darauf hoffen, jemals zurückzukehren, denn dort oben ist das Reich der ewigen Vergessenheit. So sprach die Eule, und dem Schiffer griff es kalt ans Herz. Weib und Kind kann und will ich nicht vergessen, denn ich liebe sie mehr als alles in der Welt, sagte er leise und drückte den goldenen Ring Marias an die Lippen. Von diesem Augenblick an wusste die Eule, dass sie niemals volle Gewalt über diesen Mann gewinnen würde, solange der geweihte Ring an seiner Hand war. Deshalb trachtete sie danach, ihm den Ring zu rauben. In einer Nacht, als er in tiefem Schlafe auf seinem Bette lag, flog sie leise und listig von ihrem Sitz hernieder, Flog auf den Bettrand und pickte und faßte mit ihrem gebogenen Schnabel nach dem kleinen Reif. Der Schiffer regte sich und wollte erwachen. Da schoss sie ein Strahlenbündel ihrer Augen nach ihm, das ihn betäubte. Und er bemerkte nicht, wie der Vogel den Ring von seinem Finger nahm und über die eigene rechte Kralle zog bis hinauf unter die dichten Federn des Flügels. Da war er sicher. Und für niemanden mehr sichtbar, verborgen. Am anderen Morgen, als der Schiffer erwachte, da war der Ring verschwunden und mit ihm des Ringes segen, und er merkte es nicht einmal. Denn er hatte sein Weib und Kind, seine Heimat und alles, was da hinten lag, vergessen. Und außer Sicht und weiter Kurs auf Nord, sagte der Steuermann und drehte zwischen seinen Händen das wuchtige Ruder, das vom vielen Anfassen schon ganz blank und schwarz geworden war. Und inzwischen war es Herbst geworden und die lange, dunkle Polarnacht hereingebrochen. Draußen war eine furchtbare Kälte, und die Menge des Eises hemmte bald den Lauf des Schiffes, dass es festgemauert liegen blieb in den ungeheuren Eismassen. Ohne Bewegung, aber auch ohne Zagen. Denn man war ja wohl gerüstet auf solche langen, kalten Monate und auf die Öde des Wartens in der Finsternis. Die Kajüten waren trotz alledem warm und behaglich. Die Öllampen brannten, und die kleinen eisernen Öfen wurden geheizt, bis sie vor Hitze fast zersprang. Und die Mannschaft verkroch sich in diese warmen Löcher, im Inneren des Schiffes gleich wie die Murmeltiere. Also aus bis zur Wiederkehr der Sonne im Frühling. Dann führe ich dich zum Nordpol! flüsterte die Eule dem Schiffer ins Ohr. Und sie vertrieb ihm weiter die Langeweile der Dunkelheit mit ihren Zaubergeschichten. Sieh durch die Loke auf das Eis hinaus, sagte sie. Siehst du am Horizont das Nordlicht strahlen? Siehst du seinen herrlichen blauen Schein, der die Schneefelder erleuchtet, und die glänzenden weißen und roten Bogen, aus denen bunte Lichtstrahlen hervorschießen? Ganze Feuergaben schleudert es zum Himmel empor. Das ist ein Feuerwerk, wie ihr Menschenkinder es nicht nachmachen könnt. Hörst du draußen den heiseren Ruf des Polarwolfes, vor dem sich alle Tiere fürchten? Aber du fürchte dich nicht, denn er kann dir nichts anhaben, solange ich bei dir bin und dich beschütze. Alle Tiere kennen und ehren mich und lassen kämpfen und streiten ruhen, wenn ich mich unter ihnen zeige. Olaf Erichson lag in einer windstillen Nacht in dicke Bärenfelle gewickelt auf dem Verdeck und starrte hinauf in den blauschwarzen Himmel über sich mit den zahllosen Sternen. Sie flimmerten in seinen Augen. Und je länger er hinsah, desto größer wurde ihre Zahl. Ein altes Lied kam ihm in den Sinn. Weißt du, wie viel dein stehen an dem blauen Himmelszelt? Er hatte es früher singen hören, aber er wußte nicht mehr wann und wo und von wem weil er alles vergessen hatte, was hinter ihm lag, so hatte er auch vergessen, dass es das Lied war, welches seine Frau so oft gesungen hatte, wenn sie an der Wiege ihres Kindes saß. Er versuchte die Sterne zu zählen, aber es war ein vergebliches Bemühen und verwirrte ihm die Gedanken. Dennoch konnte er nicht einschlafen, und das war auch nicht ratsam bei dieser Kälte, selbst wenn man bis an die Nase in einem Bärenfell steckte. Die Eule flatterte aus der Kajüte hervor und setzte sich auf die dicke, grünliche Glasscheibe über der Windrose des Kompasses. In dem warmen Bretterverschlag auf dem Vordeck heulten die Schiffshunde, die bestimmt waren, den schweren Reiseschlitten über das Eis zu ziehen warte bis der Frühling kommt, bis die hohe Eismauer drüben wieder niedriger wird, dann will ich mich vorne auf deinen Schlitten setzen und ihn steuern, sagte die Eule. Dann wird der Sturmwind kommen, der rast schneller als zwanzig Hunde. Der treibt dich über das blanke, schwarze Eisfeld, über Spalten und Risse und selbst über den gähnenden Abgrund dahin. Er bläst die großen, weißen Segler, die Eisberge vor sich her, so leicht wie Vogelfedern. Das ist die Flotte des Nordpols. Die werden dein Schiff umringen und zum Nordpol führen, Olaf Erichson. Und werden uns alle zusammen versinken und ertrinken lassen, dachte der Schiffer. Und ein heimliches Grauen erfasste ihn. War dieser Vogel wirklich sein Freund? Oder war es ein Dämon, der ihn lockte und reizte? War es der Dämon seiner eigenen ehrgeizigen Gedanken, der in diesem Tier Gestalt angenommen hatte? Würde diese Eule ihn und sein gutes Schiff und seine treue, auf ihn vertrauende Mannschaft ins Verderben treiben? während sie ihm Dinge vorspiegelte, die gar nicht waren, und Herrlichkeiten verhieß, die sich in Wirklichkeit niemals erfüllen konnten? Solche Gedanken zogen jetzt oft beunruhigend durch des Schiffers Seele, wenn er in einsamen Nächten wachte und grübelte, während seine Leute festschliefen aber die große Stille dieser Nächte in der eingefrorenen Welt rings um das Schiff herum ging eines Tages zu Ende. Zuerst hörte man nur ein dumpfes Dröhnen in weiter Ferne, wie das Rollen fern Donners, der wieder verstummte und nach einer Weile von Neuem ertönte. Die Magnetnadel am Kompass fing an zu zittern denn sie spürte von allen zuerst das große Ereignis, das sich ankündigte den nahen Aufbruch des Eises, das Kommen des Frühlings. Dazu erhob der Sturm sein Getöse. Heulend fuhr über das Schiff dahin, dass es in allen Fugen zitterte, ganze Säcke voll flimmernder Schneeflocken warf er jedem ins Gesicht, der sich auf Deck hinauswagte, und riss das gute feste tagewerk der Masten in hundert kleine Fetzen. Oh, wie er uns drückt und zu so beugen versucht, sagten die Mastbäume, die ja in Wirklichkeit starke Tannenstämme aus Schweden waren. Wir beugen uns, wir neigen uns, wir neigen uns. Aber wir brechen nicht. Des Sturmwinds laute Stimme ward noch übertönt durch das Krachen des aufbrechenden Eises. Wie sich die Schollen gegenseitig schoben und preßten, sich zu hohen Mauern auftürmten und dann wieder auseinanderbarsten, bis das hervordringende Seewasser sie überflutet. Alles an Bord der Maria geriet in Aufregung. Auch die Eule schlug mit den Flügeln und setzte sich auf die schwankende Ra, um über das weite Schlachtfeld des Eises Ausschau zu halten. Hei wie der Südwind geht, der Frühlings der mich und alle mit sich reißen wird auf seinen starken Schwing. Ich grüße den Südwind und lade ihn ein, mich zu begleiten auf meiner tausend und ersten Reise zum Nordpol. Der Schiffer verstand nicht, was die Eule sagte in dem schrecklichen Lärm. Er achtete auch nicht mehr auf sie, denn eine große Sorge um sein Schiff und seine Mannschaft hatte ihn erfasst. Immer mächtiger flutete die See über das tauende Eis, und auf einmal war die Maria wieder frei im tiefen Wasser. Sie drehte sich im Kreise, und es kostete eine große Anstrengung, sie jetzt nicht aus der Gewalt zu verlieren und vor den treibenden Eisschollen zu bewahren. Im Gedränge der Arbeit achtete man nicht darauf, was von Westen der großen freien Wasserseite heraufkam. Nur die Eule saß. Sie flatterte von ihrem Mast herunter und setzte sich dem Schiffe auf die Schulter. Sieh dich um, sieh dich um. Sieh dich um, Olaf Erichson, Sie kommen, sie kommen, die weißen Segler, die dich abholen wollen zur lustigen Fahrt nach Norden. Der Schiffer blickte zur Seite und sah mit Entsetzen die vielen weißen Punkte, die am Horizont erschienen, die jede Sekunde größer wurden und, von der Strömung getrieben, mit Windeseile herankam. Das waren die gefürchteten Eisberge, die jedem Schiffe sicheres Verderben brachten. Wir müssen südwärts steuern und ihn ausweichen, Kapitän, rief der Steuermann. Sonst sind wir verloren. Gib Befehl, Kurs nach Süden! Warum zögerst du? Willst du uns alle zusammen in den Tod führen? Olaf Erichson stand wie versteinert. Er schaute nach dem schimmernden Berg, der da haushoch aus dem Wasser ragend mit schrecklicher Geschwindigkeit geradewegs auf die Maria zusteuerte. Sie tun dir nichts, solange ich bei dir bin. Behalte Kurs nach Norden, flüsterte die Eule in sein Ohr. Wie sie sah, dass er unschlüssig war, da flog sie mit rauschendem Flügelschlag zum Steuerruder hin und setzte sich darauf. Sie hob die rechte Kralle wie drohend und zur Abwehr gegen jeden bereit, und da fiel etwas Blinkendes unter ihrem Flügel hervor, und rollte auf das glatte Schiffsdeck dem Kapitän gerade vor die Füße. Es war sein goldener Ehring, der Ring, den Maria ihm gegeben, er bückte sich und nahm ihn und steckte den kleinen Reif wieder an den Finger der linken Hand. Und dann richtete er sich hoch auf. Kurs nach Süden, Steuermann, rief er mit lauter Stimme, und blitzschnell drehte dieser das schwere Rad herum, das die Eule ihren Halt verlor und vor dem rauen Griff des Steuermanns zurückflatterte. Kurs nach Süden! Das Schiff bebte und wendete in dem schäumenden Wasser. In diesem Augenblick drängte sich die haushohe Masse des Eisberges haarscharf an den Bug des ausweichenden Schiffes. Und vorüber. Zurück zur Heimat. Zurück zu Maria. Euch oh, alle will ich retten und heimwärts führen. rief der Schiffer. Aber seine Stimme wurde vom Krachen der aufeinanderstoßenden Eisberge übertönt. Und die weiße Eule hatte das südwärts gleitende Schiff verlassen. Sie saß nicht mehr auf dem Mast. Sie saß auf dem schimmernden Eisberg und trieb mit ihm in die dunkle Ferne der nördlichen Gewässer. Olaf Erichson schaute ihr nach. Aber seine Gedanken waren nicht mehr bei ihr, seine Gedanken waren bei Weib und Kind, die er einen ganzen Winter lang hatte vergessen können. Nun gings zurück zu ihnen mit voller Fahrt und kein dämonischer Vogel würde ihn mir verhindern, südlichen Kurs zu steuern. In diesem Augenblick erschien ein schmaler, blutroter Streif über dem Eis im Osten. Es war das erste Zeichen, der endlich wiederkehrenden frühlingssonne die eule fuhr auf dem eisberge so lange nach norden wie das offene wasser reichte dann breitete sie die flügel aus und flog über die große eiswüste die von da sich endlos dehnt dem ihr wohlbekannten nordpol zu mit Menschenkindern und ihrem Treiben wollte sie von nun an nichts mehr zu tun haben. Sie kehrte in ihr kaltes Reich zurück, zu den Tieren, die dort wohnten und die sie verehrten und verstanden. Und hinter dem dichten Schleier, der das Reich des Nordpols noch immer undurchdringlich verhüllt, ist sie verschwunden. Die verhexten Spatzen Hohensprenz ist ein Dörflein, nicht weit von den Bergen gelegen, mit alten, strohgedeckten Bauernhäusern, einem niedrigen Kirchlein, vielen Obstbäumen und einer großen Schar wilder Jungs. Es gibt auch noch andere Leute in Hohensprenz wie die Buben, aber die Jungs machen so viele Dummheiten, dass andere Menschen gar nicht gegen sie aufkommen. Einige kluge Leute meinen, das käme davon, dass der Herr Lehrer schon so alt wäre, dass er den Gelben nicht mehr genug auf der Kehrseite seiner Schüler tanzen ließe. Aber die alte Mutter Kron, die so alt war, dass sie selber ihre Jahre nicht mehr wusste, die sagte, die Hohenspanzer jung wären nie besser gewesen. Und da musste man wohl annehmen, dass es so in der Art lag. Die Kirche lag mitten im Dorfe an einem großen Platz, auf dem Gras wuchs und die Dorfziegen weideten. Außerdem waren da an dem Platze noch die Schule, das Haus des Herrn Pastors, das Wirtshaus und Mutter Krohns kleines schiefes Hüttchen, das so baufällig war, dass man täglich erwartete, es würde umfallen. Die Jungen standen manchmal mit Mutter Kron auf Kriegsfuß, und manchmal war es eine große Freundschaft, das wechselte wie das Wetter. Aber einmal mitten im Sommer hatten sie es sehr mit Mutter Kron verdorben. So arm die war, hatte sie doch noch immer ein bisschen für andere übrig, und wenn es auch nur Körner waren, die sie aus gefundenen Ehren säuberlich ausklaubte und im Winter den Vögeln streute. Dafür waren die gefiederten Musikanten auch ihre guten Freunde. Und wenn sie ihr Fensterchen aufmachte, sorte und bohrte es von allen Seiten herbei, setzte sich auf das Fensterbrett, huschte in das Stübchen und suchte nach guten Bissen für den Schnabel. Im Winter kamen viele verschiedene bunte Herren und Damen: Goldhähnchen, Buchfinken, Meisen und Ammern, aber im Sommer, da kamen meist nur die Spatzen. Dann war die andere Gesellschaft in Wald und Feld hinausgezogen aber Mutter Kron liebte auch die Spatzen. Und darum wurde sie sehr böse, als die wilde Jungenschar eines Tages mit Bogen und Pfeilen auf dem Platze vor der Kirche erschien und ein Vernichtungskampf gegen die Sperlinge begann. Fiete Eggers, der Sohn des Schusters, der immer der Anführer bei allen dummen Streichen war, hatte die Bogen mit Heine Klönhammer zusammengefertigt. Fritze Wunderlich und Ethe Bayer hatten die Pfeile geschnitten, und die übrige Bande hatte das Zusehen besorgt und guten Rat gegeben. Dann zogen sie in den Wald und fochten etliche Kämpfe untereinander aus, bis Fritze Wunderlich eine blutige Schmarre an der Stirn hatte und Ete Bayer eine verdrehte Hand. Da sahen sie sich nach anderen Feinden um, und weil sie keine fanden, schlug Fiete Eggers vor, sie wollten auf die Jagd gehen. Aber Rehe gab es nicht in der Nähe, und die Hasen waren so klug, daß sie lange davon waren, wenn die wilde Gesellschaft nahte. Da blieb kein jagdbares Wild wie die Spatzen. Und Ete Bayer, der einen besonderen Hass auf sie hatte, weil sie die großen Süßkirschen in seines Vaters Garten gemaust hatten, trotzdem eine dicke Vogelscheuche im Baum saß, der sagte, Spatzen seien ein sehr guter Braten. Der Pferdeknecht beim Scholzen hätte ihm das erzählt. Er wollte Spatzenbraten zum Abendbrot haben. Hurra, ja, wir wollen Spatzenbraten essen, schrie die wilde Bande. Und dann tobten sie, acht Mann stark, auf den Kirchenplatz. Die Spatzen hatten keine Ahnung, was ihnen bevorstand. Sie schrien in den Linden, jagten Mücken und Fliegen, und etliche, die sehr für die Reinlichkeit waren, badeten sich in dem dicken Staub der Straße, daß es stäubte. Sie flogen auch gar nicht davon, als die Jungen mit Hallo und Hurra erschienen, denn sie waren an deren Geschrei von klein auf gewöhnt. Als aber Fiete Eggers kommandierte, an die Gewehre, legt Feuer an, und ein Hagel von Pfeilen ihnen mitten in das Badevergnügen sauste, da entflohen sie mit Geschrei. Setzten sich auf Mutter Krons morsches Strohdach und zeterten gewaltig. Sie blieben aber auch auf dem Strohdach nicht ungestört. Wieder kamen die Pfeile. Und bald flogen die abscheulichen Dinger nach allen Seiten, auf die Dächer, in die Linden, sogar gegen den Turm der Kirche, überall hin, wo sich solch ein Gelbschnabel breit machte. Die Spatzen protestierten in allen Tönen, aber es half ihnen nichts. Und als es Ete Bayer gelang, ein harmloses Spatzenkind, das noch nicht recht fliegen konnte, am Flügel zu treffen, so dass es jammervoll piepsend unter eine Hecke flüchtete, da stieg der Heldenmut der wilden Jäger über alle Grenzen. Spatzenbraten, spatzenbraten, schrien sie. Und wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten sie an einem Tage alle Sperlinge in Hohensprenz ausgerottet. Ob aber nun die Pfeile zu schwach waren, oder die Spatzen zu flink, oder die Jäger zu ungeschickt, trotz allen Geschreis gelang es ihnen nicht, auch nur einen zu erlegen. Da begann sie in Ärger und Wut auf die Nester zu feuern, die über Mutter Krohns Fenster waren. Das waren aber keine Sperlings, sondern Schwalbennester. Und die Jungs wussten das auch ganz gut. Die Schwalben als die Pfeile ihre friedliche Behausung trafen, flogen ängstlich zirpend hin und her, denn sie hatten Eier im Nest, und die Schwalbenmütter mussten flüchten, wenn es ihnen nicht schlechter gehen sollte. Die Nester aber, die nicht davon konnten, hielten den Ansturm auf die Dauer nicht stand. Eins zerbrach und noch eins, und die zierlichen Eierchen fielen herab und zerbrachen und gerade als es so weit war kam mutter kron über den platz sie war bei dem kaufmann gewesen und hatte sich strickwolle geholt denn sie versorgte alle Bubenbeine mit strümpfen na das war eine schöne geschichte als sie die bescherung sah mutter kron's beine waren nicht mehr flink aber mit der zunge ging es noch sehr gut und die setzte sie nun in bewegung und die Jungs bekamen etwas Tüchtiges zu hören. Wartet nur, ihr Bande! rief Mutter Kron. Das soll euch nicht geschenkt sein. Schwalbennester zerstören, solch eine Rohheit. Schwalben sind heilige Tierchen, die schützen das Haus vor Feuer und Blitz. Und sie langte mit ihrem Krückstock aus und versetzte Ete Bayer einen gehörigen Puff. Dabei ist gar nichts zu lachen, Ete. Ich werd dir das Lachen schon austreiben. Wir haben doch bloß Spatzen schießen wollen, schrie Fete Eggers dazwischen. Aber Mutter Kron sah auch das für sehr unberechtigt an. Warum wolltet ihr Spatzen schießen? Haben die nicht ebenso gut ein Recht zu leben wie ihr? Fütter ich sie darum durch den Winter, dass ihr sie mir tot schießt? Tierquäler seid ihr, und Prügel müsst ihr haben, denn wer als Kind Tiere quält, der quält später Menschen, und es nimmt mal ein schlechtes Ende mit ihm. Und als Mutter Kron so weit war in ihrer Strafrede, sah sie Schäfer Lange kommen. Der trieb eben seine Schutzbefohlenen heim, und sie rief ihn an Oh, Lange. Du hast da einen so schönen langen Stock, den könntest du mal brauchen für die Bengels, die haben mir meine Schwalbennester zerstört. Was haben sie? fragte der Schäfer. Nester zerstört? Na, wartet mal, das soll euch schlecht bekommen. Und da er noch sehr schnell laufen konnte, sprang er hinter Viete Eggers her und erwischte ihn auch und zählte ihm seine Lektion auf den richtigen Fleck. Und bei jedem Schlag fragte er, »Willst du das noch mal tun? Willst du noch mal Nester zerstören? Willst du noch mal Tiere quälen?« Und Fiete Eggers heulte aus Leibeskräften. nicht nee, Schäfer, ich tu das nicht wieder. Nu, au, au, hör doch bloß mit dem Hauen auf.« die anderen Jungen aber warteten es nicht ab, bis die Reihe an sie kam, sondern gaben Fersengeld. Und als Schäfer Lange den heulenden Fiete losließ, war von den Übrigen nichts mehr zu sehen. Aber ihre Strafe war ihnen nicht geschenkt, denn vom Schulaushaus hatte die Frau Schulmeister das Strafgericht beobachtet. Sie erzählte es ihrem Manne, und da mußten am nächsten Tage alle acht Jäger eine Stunde nachsitzen und hundertmal auf die Tafel schreiben, ich darf keine Tiere quälen. Ja, das war hart. Und daher stammte ihr Zorn auf Mutter Kron. Sie brummten mit ihr, und Mutter Kron wollte auch nichts von ihnen wissen. Aber nun war in dem Sommer bei dem Herrn Lehrer sein Sohn zu Besuch. Der war ein Malersmann, er malte die alte Sägemühle hinten am Wehr und die Kirche mit ihrem bemusten Turm und die hängenden Weiden drüben am Moor und noch so allerlei, was er sehr schön fand. Die Jungs begriffen zwar nicht, was da Schönes dran war. Sie fanden die Zuckerstangen und Kreisel im Fenster des Kaufmanns viel hübscher, aber darum zogen sie doch sehr gerne hinter dem Maler her drängten sich um die Staffelei, schmierten mit den Farben und machten sich so unnütz wie möglich. An einem Nachmittag aber war der Maler mit seinen Eltern in die nahe Stadt gefahren, und wie die Jungs an dem Schulhaus vorbeikamen, sahen sie hinter dem offenen Fenster den Farbenkasten stehen. Und auf dem Tisch lag ein ganzer Haufen Pinsel, und Ete Bayer sagte zu Fiete Eggers, »Du, Fiete!« na, oh, wenn man da so ein bisschen mit malen könnte? Über Fetes Gesicht flog solch schnelles Leuchten wie immer, wenn er irgendeine Dummheit vorhatte. Und er meinte: Schweig mal einen Augenblick rein, still. Ete, ja, ich muß mir mal was bedenken. Und Ete Bayer und Fritze Wunderlich und Heine Klönhammer waren ganz still und umstanden ihren Anführer und wunderten sich, was der wohl wieder angeben würde. Und nach einer kleinen Weile ging wieder solch Leuchten über Fetes Züge, und er fragte Ist Mutter Kron wohl zu Hause? Nö, sagte Heine, die ist in den Wald und sucht Pilze. Das kann noch eine Stunde dauern, bis sie wiederkommt. Na, dann geht mal alle nach Hause und holt jeder eine Hand voll Korn, und dann kommt wieder hierher. Hafer oder Gerste oder Weizen? Fragten die Boben. Ach, das ist ganz egal. Die Spatzen fressen alles. Und wenn wir keine schießen sollen, dann wollen wir uns welche greifen. Aber mal ein bisschen schnell. Da liefen sie und waren nach fünf Minuten mit ihrem Korn wieder da. So, sagte Fiete. Und nun gehen wir nach Mutter Kron's Haus. Die schließt ja nie ihre Tür zu. Und ihr, Heine und Ete, geht hinein und macht das Fenster auf und lockt so, wie Mutter Krones immer tut, und streut dabei die Kerne auf das Fensterbrett, und dann geht ihr ein bisschen zurück, dass die Vögel nicht scheu werden vor euch. Und wenn recht viele drinnen sind im Zimmer, dann flötet Ete dreimal, und dann klapp ich fix das Fenster von außen zu, und dann komm ich auch rein. Und du, Fritze? »Du holst gleich mal ein großes Vogelbauer, wo dein Vater früher die Lachtauben drin gehabt hat, und dann kommst du damit hierher.« »Und dann?« fragten die drei anderen. »Tja, das werdet ihr schon sehen«, sagte Fiete. »Aber wenn's was wird, dann wird's was Feines.« Und damit mussten sie sich begnügen. Nun zogen sie davon zu Mutter Kron, Heine und Ete verschwanden im Häuschen und Fete stand draußen wache. Jetzt klapperte das alte morsche Fenster, jetzt fing Ete an zu locken. Komm, komm, ta, 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 tü, tü, tü. Und da flatterte es auch schon von allen Seiten herbei nun flogen die ersten körner aus dem fenster und sofort schossen ein dutzend vögel oder mehr herzu pickten und schluckten flogen auf das fensterbrett und vom brett auf den fußboden denn da lag es so dicke wie es noch nie getan hatte und nun pfiff ete dreimal und da ging es am fenster klapp und so war die falle die vögel aber hatten es im schmausen gar nicht einmal bemerkt nur einer der auf dem Fensterbrett gesessen, flog erschrocken empor und stieß mit dem Schnabel gegen das Glas und piepste ängstlich. Fiete kam in die Stubentür, und hinter ihm kam Fritze mit dem Taubenbauer, und die Spatzen bohrten in die Höhe und wollten wieder entweichen, aber da waren sie gefangen. So, <lacht lachte Fiete. Und nun müssen wir sie greifen und in den Käfig sperren, aber er sagte, dass sie sich nichts tun, sonst kommt mir der Schäfer lange nochmal auf meine Kehrseite und ich kann euch sagen, der hat eine kräftige Hand. Da gab es ein großes Lärm in Mutter Kron's friedlichem Stübchen, aber es dauerte keine halbe Stunde, so waren alle Spatzen gefangen, bis auf einen. Der hatte sich unter dem Bett versteckt und wurde nicht gefunden. Mit ihrem Käfig voll Vögeln liefen die Buben davon, hinten durch den Garten und über die Hecke in den Schulgarten und da hinein in eine leere Schulstube. Und nun befahl Fiete, »Heine, jetzt hol mal dem Malersmann seinen Kasten und die Pinsel.« Die anderen drei sahen ihn an, als wüssten sie nicht, ob er ein bisschen verdreht geworden sei. Als er aber noch einmal befahl, »Fix die Farben und Pinsel!« ging Heine Klönhammer gehorsam hin und holte sie. »Nun passt auf,« kommandierte Fiete, »nun nehme ich einen von den Spatzen, und du, Ete, nimm einen Pinsel, und den tauchst du recht tief in die gelbe Farbe, und dann machen wir aus dem Spatz einen Kanarienvogel. Und was dann Mutter Kronwold sagt, wenn ihr so ein ausländisches Ding in das Zimmer hüpft? He, hurra!« brüllten die Buben. Wirklich, Fiete langte in das Bauer, die Sperlinge flatterten und schrien entsetzlich, aber sie mußten es sich gefallen lassen, dass er einen erwischte und ihn sorglich, aber sicher zwischen die Finger nahm. Und Ethel griff die Tube mit der schönen gelben Wasserfarbe und machte einen dicken Farbklecks auf die Palette, wie er das von dem Maler gesehen hatte, tauchte den Pinsel tief hinein und dann fuhr er dem Spatz damit über die Flügel. Er wusste gar nicht, was ihm geschah, hockte ganz ängstlich in Fietes Hand und ließ alles über sich ergehen. Wieder kam ein gelber Strich und noch einer, und dann sagte Ete, äh, nun muß ihn mal ein bisschen anders halten, dass ich auch den Schwanz anmalen kann. So, nur noch ein gelbes Käppchen, siehst du? <laughs> Der ist fertig. Kaum hatte er ausgesprochen, so öffnete Fiete die Hand. Und wie der Wind war der Vogel aus dem Fenster und hinüber zum alten Platz. Jetzt begannen auch Fritz und Heine sich an dem Werk zu beteiligen, und weil sie es langweilig fanden, nur Kanarienvögel zu fabrizieren, und weil sich die Farbe so hübsch aus den Tuben drücken ließ, beschmierten sie die ganze Palette und malten den Sperlingen rote Flügel und grüne Schwänze und weiße Müllermützchen, und eine wurde sogar ganz himmelblau, die Finger und Jacken bekamen bei dem Geschäft auch allerlei bunter Orden ab, aber dadurch ließen sich die fleißigen Künstler nicht stören. Mancher Spatz entwischte auch, wenn er erst auf einer Seite etwas bekommen hatte, und das sah dann ganz besonders verwunderlich aus. Im ganzen Dorf flogen etwa ein Dutzend in bunten Narrenjacken in die Welt hinaus. So, rief Ete Bayer, als sie mit dieser neuen Dummheit fertig waren. Und nun müssen wir sehen, was Mutter Kron wohl sagt. Und damit lief er hinaus aus der Stube, die anderen hinterher, und Kasten und Pinsel blieben hübsch beschmutzt liegen. Mutter Kron war inzwischen aus dem Walde heimgekehrt, wo sie sich ein Gericht Steinpilze für ihren abendlichen Tisch zusammengesucht hatte. Ohne an etwas Schlimmes zu denken, kam sie über den Kirchenplatz, da flog ein vogel dicht an ihr vorüber und setzte sich auf einen ast vor pastors fliederstrauch und der vogel der war ganz gelb sie sie dachte die alte da ist der frau schulmeister ihr kanarienvogel davon geflogen und sie ist in der stadt und kann ihn sich nicht wiederfangen ach und meine alten beine sind nicht mehr flink genug für so leichtes volk ja da sah sie sich nach Hilfe um. Aber von den Buben, die sonst immer den Kirchenplatz unsicher machten, war nichts zu erblicken. Da ging Mutter Kron zu Kaufmann Hansen und bat die Frau Hansen, die noch jung und behende war, ob sie nicht Frau Schulmeisters Kanarienvogel greifen wollte, der säße im Pastorgarten. Natürlich gern, sagte Frau Hansen, und Herr Hansen vertraute dem Lehrling den Laden an und machte sich auch mit auf die Jagd. Sie sahen den gelben Vogel auch noch auf dem Platz herumfliegen, aber er war so behende, dass sie ihn nicht greifen konnten. Und Frau Hansen wunderte sich, dass ein Tierchen, welches sein Leben lang im Bauer gesessen hatte, so flink fliegen konnte. Mit einem Male bekam der gelbe Gesellschaft von einem Himmelblauen, der flog hinter ihm her und begrüßte ihn mit Geschrei. Und Mutter Kron rief, »Hab ich doch je solche Vögel gesehen. Was ist denn das für ein Bruder? Sieh mal, Hansen, nun sitzt er auf meinem Gartenzaun und plustert sich. Unter den Flügeln scheint er mir grau zu sein und oben ganz himmelblau. So ein komisches Tier. Wart, ich will mal mein Fenster aufmachen und Futter ausstreuen, ob sie nicht herankommen sollen.« und damit lief sie, so schnell es die alten Beine erlaubten, in das Haus. Aber wie sie in ihr Stübchen kam, blieb sie erschrocken an der Türe stehen und sagte wieder Was ist denn das? Da sah es aus wie Sodom und Gomorra, und sie hielt doch immer alles so sauber und ordentlich. Von ihrem Bett war die Federdecke halb heruntergerissen. Die Zipfel schleiften auf dem Fußboden. Der eine Holzstuhl lag neben dem Bett und streckte seine Beine anklagend gen Himmel. Der andere stand schief in der Ecke. Ihr Wolltuch, das sie an kalten Tagen über die Schultern hing, lag am Boden. Und überall, wo sie hinsah, waren Körner verstreut, als hätte jemand in dem Kämmerchen gedroschen. Auf dem Fensterbrett aber saß ein Spatz, plusterte das Gefieder. Und piepte kläglich. Mutter Kron kannte den Gast. Er hatte nur einen halben Schwanz. Die andere Hälfte hatte ihm die Pfarrkatze einmal ausgerissen. Was bedeutet denn dies hier, Mätzchen? fragte sie den grauen Gesellen. Der stieß wieder klägliche Pieptöne aus, aber Mutter Kron verstand leider seinen Bericht nicht. Und so öffnete sie ihm das Fenster und ließ ihn hinaus in die Freiheit. Dabei fiel es ihr wieder ein, dass sie doch die wunderlichen Tiere draußen locken wollte. Sie verschob das Ordnen ihrer Stube auf eine spätere Zeit, sammelte von den reichlich verstreuten Körnern und begann zu locken, wie sie es gewohnt war. Komm, komm ta-ta-ta! Na! Aber das hatte sie wirklich nicht erwartet. Da kam der Gelbe und der Himmelblaue herangeflattert, als müsste das so sein. Sie schrien und sie pickten. Und ehe Mutter Kron sich noch recht besonnen hatte, bekam sie Gesellschaft von der seltsamsten Art, grüne und rote und ganz bunt gefärbte Gesellen mit gelben Schwänzen und grünen Flügeln und weißen Mützchen. Und einer, der war ganz schneeweiß, nur auf dem Kopf hatte er ein rotes Käppchen. Das alles huschte heran, vermischt mit richtigen Spatzen, und es zwitscherte und schnabulierte um sie herum, als müsste das nur so sein. Und Mutter Kron schlug die Hände zusammen und rief aus dem Fenster: "Nee, Hansen, kommen Sie doch mal rein mit Ihrer Frau. So hab ich das nie für möglich gehalten. Was ist dies, Mann? Was ist dies?" Und Herr Hansen machte ein würdiges Gesicht und legte es in bedenkliche Falten und sagte: Sie müssen einem Vogelhändler entflogen sein. Es sind sicher ausländische Vögel. Und seine Frau, die kam auch und sah auch und stimmte ihm bei. Ja, wenn sie nicht schon gefangen gewesen wären, würden sie nicht so zutraulich sein. Sehen Sie mal, Mutter Kron. Jetzt ist der Blaue sogar in die Stube gehüpft. Hm, das wird ein böser Schaden für den Mann sein, dem sie entwischt sind. Wir müssen sehen, dass wir sie ihm wieder einfangen, erklärte Mutter Kron. Und nun machte Herr Hansen das Fenster zu, und drinnen begann wieder die Jagd auf drei hereingeflogene Vögel: den Blauen, den Gelben und den Weißen mit dem roten Käppchen. Aber die Tiere waren von all dem, was ihnen an diesem Nachmittag begegnet, so erregt, dass sie sich nicht von Mutter Kron fassen lassen wollten, obgleich sie ihr sonst auf Schulter und Hand flogen. Der himmelblaue flatterte unter Schreien und Piepsen in die Waschschale, schlug jämmerlich mit den Flügeln und konnte nicht wieder heraus. Herr Hansen faßte zu und verkündete: „Den einen hab ich schon, aber wohin damit?“ hier ist mein Pilzkorb, rief die Alte, schüttete ihr Abendgericht auf den Tisch, nahm das Wolltuch, um es über den Korb zu decken, und sagte, so, Hansen, da setz ihn mal rein. Pfui, sagte Herr Hansen und besah seine Hand. Wie seh ich denn aus? Sieh mal, Lene. Er hielt seiner Frau die Finger hin, und meinte, ist das Farbe oder ist das keine? Ich glaube, das Ding hat abgefärbt. Wie kann ein Vogel abfärben, Hansen? fragte Mutter Kron. Doch als sie sich nun den Gefangenen betrachtete, da sah er gar nicht mehr so schön blau aus, sondern eigentlich eigentlich ja, es war traurig zu sagen, eigentlich wie ein nasser, schmieriger Spatz. Die drei standen und sahen sich an. Und der Spatz hüpfte wieder aus dem Korb heraus, putzte und sträubte seine Gefieder. Und als ihm keiner mehr zu nahe kam, sondern ihn alle nur verdutzt anschauten, fing er nach echter, dreister Spatzenart sofort wieder an zu futtern. Wenn ich dies begreife, sagte Herr Hansen, sollten die anderen Dinge auch am Ende nur gefärbte Ware sein? »Lene, hilf mal, gib mal das Tuch. Der Gelbe pickt gerade so emsig. Richtig, da hatte er ihm das Tuch übergeworfen, faßte darunter, hatte den kleinen Kerl in der Hand und rief: Nun kann ich ihm nicht helfen, er muss auch baden. Sagsam nahm Mutter Kron ein Läppchen, tauchte es in Wasser und streifte dem Vogel über den Kopf. Da hatte sie gelbe Farbe am Tuch und auf dem Vogelköpfchen kam ein richtiges schwarzes Spatzenkäppchen zum Vorschein. Sie sah Frau Hansen an, und Frau Hansen sah ihren Mann an, und der schaute tiefsinnig auf seine Gefangenen, und dann sagte Mutter Kron plötzlich Das hat ganz gewiss niemand getan wie Fiete Eggers und Ete Bayer und die Bande. Und darum hat es wohl auch hier in meinem Zimmer so böse ausgesehen. Aber Farben sind doch nicht hier bei mir. Da sind sie ja, rief Frau Hansen, da gucken sie uns ja in das Fenster. Und richtig, draußen vor den Scheiben wurden vier Bubengesichter sichtbar, die schauten neugierig und listig in das Kämmerchen. Und jetzt verzogen sich ihre Münder zu einem vergnügten Grin, denn sie hatten den Gelben in Hansens Hand bemerkt, und nun lachten sie aus Leibeskräften, wie nur solche Jungs lachen können, denen eine rechte Dummheit gelungen ist. »Ist das nicht ein feiner Kanarienvogel?« schrie Fiete. »Hansen, wollen Sie nicht einen Handel mit ausländischen Vögeln anfangen? Hier auf dem Kirchenplatz gibt's eine Menge der seltensten Sorten.« ich werde gleich mit was anderem handeln, rief der Kaufmann, nämlich mit ungebrannter Asche, griff nach Mutterkrons Krückstock und lief aus der Tür. Doch da sausten die vier schon davon, und er hatte das Nachsehen. Die Spatzen sollten sich jedoch nicht lange ihres Schmuckes erfreuen, am Nachmittag ging ein Sturzregen nieder und als sie nach ihrer Gewohnheit sich hinterher mit frohem Geschrei in den Pfützen badeten, da verschwanden die bunten Farben und sie wurden wieder, was sie vorher gewesen, ganz gewöhnliche graubraune Dorfjung. Und das sind sie von da an auch geblieben. Für das vierblättrige Kleeblatt aber hatte die Sache noch ein sehr unangenehmes Nachspiel. Als der Maler heimkam und sah, wie seine Sachen verschmutzt und die Farben verdorben waren, schwur er den Missetätern Rache. Er brauchte nicht lange zu forschen, wer das gewesen. Denn noch am selben Abend erzählte sich ganz hohnsprenz die Geschichte von den ausländischen Vögeln und woher die gekommen. Am anderen Morgen aber, als die Sünder in die Schule kamen, wartete der Maler auf sie vor der Klassentür, nahm jeden freundlichen Empfang und gab ihnen eine Lehre, dass sie sich künftig nicht wieder an seinem Eigentum vergriffen. Sie durften auch nicht wieder mitlaufen, wenn er hinausging mit Staffelei und Farbkasten, er wollte nichts mehr von ihnen wissen. Und Mutter Kron, die sonst so manchen Riss in Hose und Jacke gestopft hatte, sagte jetzt ganz kurz Danke, sucht euch jemand anders, der euch eure Dummheiten wieder gut macht ich hab fürs erste genug von euch das war bitter und für eine kurze zeit sind sie etwas braver gewesen jetzt sind sie schon alle große kerle und fiete eggers der so schön spatzen malen konnte malt nun häuser und zäune an denn ihm hat die pinselei damals so gut gefallen daß er auch ein maler geworden ist und kann man nicht Bildermaler werden, so ist ein tüchtiger Anstreicher auch nicht zu verachten. Der Zeisig In jedem Herbst wird in meiner Vaterstadt ein großer Jahrmarkt gehalten, Mitten in der Stadt, auf dem Marktplatze, rund um den Roland und im Angesicht des alten Rathauses, ersteht dann in wenigen Tagen eine bunte, bunte Welt. Schneller als Pilze aus der Erde schießen, werden Verkaufs- und Schaubuden, Karussells und Schaukeln erbaut. Und mit dem ersten Tage des Marktes beginnt ein mörderisches Durcheinander von musikalischen Darbietungen. Drehorgeln und Kindertrompeten, Kinderschnarren und Knallbüchsen sind wie mit einem Zauberschlage lebendig geworden. Die Ausrufer von den Boden schreien dazu, und die zur Schau gestellten Wilden brüllen und rasseln mit ihren Ketten. Zwischen den Budenreihen drängt sich eine lachende, schreiende Menge an den Sehenswürdigkeiten und Neuheiten des Marktes vorbei, gafft und nascht und nascht und gafft wieder, dass sie die Tage des Marktes wie im Fluge vergehen. Wenigstens uns Kindern bot dieser Markt, der volle zehn Tage in glücklichen Jahren sogar elf Tage dauerte, wahre Seligkeiten. Die unerhörtesten Dinge konnte man dort kaufen. Von den gängigsten Artikeln abgesehen, die mich nie recht reizen konnten, gab es Zuckerstangen und Honigkuchen, Tischmesser und Glasschneider, Messerschärfer, Knallpistolen mit wirklichen Zündhütchen, die richtiges Pulver enthielten, Karussellfahrten und Schießbudenbesichtigungen. Und von diesen Dingen abgesehen gab es doch fast jedes Mal einen Gegenstand auf dem Markte, der sofort mein ganzes Interesse erweckte mich in ein fieber von aufregung versetzte und mich für alle übrigen genüsse gewöhnlich völlig blind und taub machte einmal war es ein kleines figürchen nicht größer als mein kleiner finger das aus holz geschnitzt war und ein paar bewegliche arme und beine trug so weit wäre an dem pöppchen nichts besonderes gewesen aber das, was mich begeisterte, war, dass es nicht auf seinen Beinen stand, die es wegen ihrer Beweglichkeit überhaupt gar nicht hätten tragen können, sondern auf drei feinen weißen Schweinsborsten, die sich als Stützen am Kleidersaum befanden, so dass die Füße eben über dem Boden schwebten. Stieß oder klopfte man nun auf die Platte, auf der man die Figur gestellt hatte, so bewegte sie sich mit leisen, kaum merklichen Bewegungen. Wobei sie die lose, aufgehängten Beinchen hin und her schwang, als gehe sie wirklich. Die Bude, in der diese Sehenswürdigkeit verkauft wurde, war klein und unscheinbar. Es saß ein Mann in Tiroler Tracht hinter dem Verkaufstische und spielte auf einer Zither, auf deren Platte er seine Figuren aufgestellt hatte, die nun zu seinen lustigen Alpenliedern tanzten, als hätten sie ein heimliches Uhrwerk im Leibe. Ich war so entzückt von dem Anblick, dass ich alles andere darüber vergaß. Der ganze Markt mit allen seinen Reizen versank vor dieser einen kleinen Bude. Und ich hatte nicht eher Ruhe, bis ich für einen Nickel eine der kleinen Tänzerinnen gekauft hatte und heimtragen konnte vorsichtiger, als wenn ich ein lebendiges Wesen in meiner Hand getragen hätte, ängstlich besorgt, nicht eins der zitternden Beinchen zu zerbrechen oder die Schweinsborsten zu knicken, auf deren Elastizität die Tanzkunst der kleinen Dame beruhte. Zu Hause stellte ich mein Püppchen auf die Tischplatte, trommelte mit der einen Hand auf den Tisch, blies dazu auf einem Kamm und war selig, die kleine Dame sogleich ihren Tanz wieder beginnen zu sehen. Ich weiß nicht, welches Schicksal die Tänzerin schließlich gehabt hat. Wahrscheinlich wird sie den Weg gegangen sein, den alle Spielzeuge nehmen und nehmen müssen. Sie wird eine Zeit lang mit eifersüchtiger Sorgfalt bewacht und mit Inbrunst geliebt worden sein, wird allmählich gleichgültiger behandelt und zuletzt vergessen worden sein. Im nächsten Jahre aber kaufte ich einen Gegenstand, bei dem es keine Gefahr hatte, dass ich ihn vergaß oder dass er mir gleichgültig wurde. Er hat mein Interesse Jahre hindurch festgehalten. Und ich erinnere mich noch heute an ihn mit einer Deutlichkeit, als hätte ich soeben meine Fotografie von ihm in Händen gehalten. Der Gegenstand, von dem ich rede, war ein Zeisig. Ich kaufte ihn eines Abends auf dem Jahrmarkt für eine Reihe sauer ersparter Groschen von einem Händler, der aus kleinen Harzer Bauerchen eine wahre Vogelkaserne an einer Ecke des Rathauses aufgebaut hatte. Ich stand wie gebannt still und betrachtete voll Staunen und Interesse das unruhige Hin und Her der kleinen Vögel hinter den hölzernen Gitterstäben ihrer engen Käfige. Da waren Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Kreuzschnäbel, Buchfinken und Dompfaffen. Die Dompfaffen waren die schönsten. Mit einer blutroten Brust und schwarzen Kappen auf den Köpfen saßen sie auf den kleinen Sitzstangen ihrer Käfige. Gar zu gerne hätte ich einen Dompfaffen besessen, aber sie waren die teuersten von allen und für die paar Groschen, die ich erspart hatte, nicht zu haben. Am wohlfeilsten waren die Zeisige, aber auch ein Zeisig kostete so viel, dass meine sämtliche Barschaft eben genügt hätte, den Preis zu bezahlen. So lange und sorgfältig ich alles überlegte, ich konnte mich nicht entschließen. Jeden Tag, an dem ich zum Markte kam, ging ich zu der Rathausecke, den Stand des Händlers wieder aufzusuchen. Und sah mit Schmerz, wie einer der Vögel nach dem anderen in fremde Hände überging, während die übrigen einen Tag wie den anderen ruhelos von einer Stange auf die andere hüpften hin und her, hin und her, um ängstlich aufzuflattern, sobald ein Vorübergehender gar zu dicht an die Bauer kam oder eine schnelle Bewegung machte. Am letzten Abend des Marktes entschloss ich mich endlich und kaufte einen der kleinen Zeisige. Der Händler versicherte, dass kein Vogel so zahm sein würde wie die kleinen Zeisken, zog eins der Bauerchen aus der Reihe, schlug ein altes Zeitungsblatt zum Schutze herum und ich eilte mit meinem Schatz nach Hause. Als ich dort ankam und den Vogel in Ruhe betrachtete, sah ich zu meinem Ärger, dass der Händler mich betrogen hatte. Er hatte mir einen Vogel gegeben, dessen einer Flügel lahm war. Vielleicht hatte ihn das Netz des Vogelfängers dort seinerzeit mit hartem Schlage getroffen. Im ersten Augenblick wollte ich den Vogel wieder zurückbringen und gegen einen anderen vertauschen, konnte mich dann aber doch nicht dazu entschließen. Mir schien keiner könne zutraulicher blicken als der meine, und wer wußte denn, wenn ich einen anderen bekam, ob nicht gerade der bald an einer Krankheit dahinsichen würde oder einen Fehler besaß, der nur weniger leicht zu erkennen war? Das waren recht fadenscheinige Gründe. Aber gefreut hat's mich später doch, dass ich den Vogel behalten habe. Gerade dieses Tier, dessen gelähmter Flügel die Schwungfedern so merkwürdig gespreizt trug, dass es aussah, als habe es vergessen, die Federn ordentlich zusammenzulegen, hat mir mehr Freude gemacht, als je ein Käfigvogel nach dem. Es dauerte nur ein paar Wochen, bis er wirklich so zahm geworden war, dass er nicht nur frei im Zimmer herumflatterte, zu kurzen Flügel reichte der gelähmte Flügel noch aus, sondern sich auch von mir aus dem Bauer nehmen ließ, wobei er freiwillig auf den hingehaltenen Finger hüpfte und ein paar Mohnkörnchen von der Fingerspitze nahm. Er lernte von da ab die unglaublichsten Sachen, turnte an einer kleinen Reckstange, die ich ihm gemacht hatte, saß geduldig auf einem kleinen Karussell, hüpfte auf Befehl eine Leiter hinauf und herunter und war bald der Liebling aller. Eines Tages aber stürzte er von der Leiter, die ich ihm gemacht hatte, und das Unglück wollte, dass die Leiter zur selben Zeit umfiel und ihm, so leicht sie war, ein Bein brach. Mein Schmerz war unbeschreiblich, ich schiente dem Kranken das gebrochene Bein mit aller Sorgfalt, bettete ihn in ein Schächtelchen mit Watte und pflegte ihn wie ein krankes Kind. Die Beinschienen, die ich ihm aus ein paar abgebrochenen Streichhölzern zurechtgemacht und fest an dem gebrochenen Lauf befestigt hatte, erfüllten ihre Aufgabe sehr gut und nach vierzehn Tagen war der Schaden verheilt. Hans konnte sein Bein wieder gebrauchen. Und wenn es auch in der ersten Zeit noch steif und ungelenk war, so lernte er doch allmählich wieder, sich darauf zu bewegen. Nach einiger Zeit konnte er seine Hüpfsprünge von einer Stange des Käfigs auf die andere wieder aufnehmen. Die Leiter habe ich ihn aber nie wieder besteigen lassen. Mit jedem Tage aber wurde er zahmer, ließ sich auf einem Finger sitzend durch das Zimmer tragen. Hielt sich aber nirgends so gerne auf wie auf den Blumenstöcken vor dem Fenster, wo er gar zu gern herumkletterte, mit klugen Augen den Sperlingen auf der Straße zusah und zuweilen mit seinem Schnabel in die schwarze Blumenerde hackte. Sein fröhliches Gezwitscher, das er dabei hören ließ und jedes Mal mit eigentümlichem Krächzen abschloss, war so erheiternd, dass es jeden Zuhörer lächeln ließ. Der Ruhm seiner Künste verbreitete sich über die ganze Nachbarschaft, und alle Bekannten wollten den Vogel sehen, der so zutraulich war, dass er sich selbst von einem Fremden nicht stören ließ. Meine sämtlichen Spielkameraden beneideten mich um den Vogel. Dieser und jener versuchte, ihn mir abzukaufen. Aber ich lachte nur über solche Kaufgebote. Eines Tages kam ich heim, und fand unsere wohnung leer meine mutter mußte ausgegangen sein das vogelbauer stand wie gewöhnlich offen zugleich waren aber auch beide fensterflügel weit geöffnet ich erschrak sah nach und fand meine schlimmen ahnungen bestätigt der zeisig war fort ich stand wie entgeistert wie konnte nur so etwas möglich sein mein Schmerz um den verschwundenen Vogel war so groß, dass ich alles andere darüber vergaß. Aber so viel ich auch pfiff und lockte, kein Zeisig ließ ich wieder sehen. Und nach einigen Tagen vergeblichen Hoffens blieb mir nichts anderes übrig, als mich in das Unvermeidliche zu fügen. Es ist niemals aufgeklärt worden, wer das Fenster an dem Tage geöffnet hat. Vielleicht ist es unsicher verschlossen gewesen, und der Wind hat es mit einem Stoß geöffnet. Wenn Hans nur ordentlich hätte fliegen können, so wäre sein Verlust zu verschmerzen gewesen. Aber ich bin sicher, dass ihn bald nach seiner Flucht eine Katze gefangen und verzehrt hat. Ach, der Arme. Er konnte ja kaum einmal ohne abzusetzen durchs Zimmer fliegen. Wie sollte er da im Freien fertig werden? Wie sich sein Futter suchen? Ach, ich trauerte um ihn wie um einen lieben Freund. Freilich, ein Tier ist kein Mensch, aber das Andenken an ein kluges und treues Tier erlischt so wenig wie das an einen guten Menschen. Und in meinem Gedächtnis ist der kleine Zeisig mit dem lahmen Flügel und dem steifen Beinchen noch heute lebendig und wird noch lange lebendig bleiben. Und diese Geschichte von ihm? Ja, die ist ein Beweis dafür. Peter Grau. Draußen vor der Stadt, inmitten grüner Felder und Wiesen, lag ein altes Landhaus. Niedrige Lindenbäume mit gestutzten Kronen standen ringsherum, und in dem Obstgarten, der vom Haus bis an die ersten Kornfelder reichte, standen alte Apfelbäume mit breiten Kronen und geweißten Stämmen. Es war ein schöner Tag, die Sonne schien, und der Wind ging leise durch die Kronen der Bäume. Die Buchfinken schlugen vor und hinter dem Hause, und Sonnenblumen und Feuerlilien schauten wie leuchtende Fackeln über die niedrige Weißdornhecke, die den Blumengarten umschloß. Die Hühner gackerten in Scheunen und Ställen, und ein großer Hahn mit einem leuchtend roten Kamme krähte alle Augenblicke sein Kikeriki, wer will, von mir, in die stille, warme Luft hinaus. Ein Bienenschwarm, der sich unter den Obstbäumen an einem Ast festgesetzt hatte, zog plötzlich mit lautem Summen ins Feld, wo die Luft vor Wärme leise flimmerte. Trotz der sommerlichen Hitze war alles voll Fröhlichkeit und Leben auf dem Hofe. Die Mägde standen am Brunnen, scheuerten die Milcheimer rein und schwatzten und lachten, und aus den Viehstellen scholl das Zischen der Hexellade in den Hof hinaus. Die Knechte schnitten dort Haferstroh zum Futter für die Pferde. Nur einer war da, der mißmutig und unzufrieden war. Das war ein alter Esel, der in einen Birnbaum angebunden im Obstgarten stand und verdrießlich das saftige grüne Gras vor sich abweidete er kannte das geräusch schon das die mägde drüben am brunnen mit ihren eimern machten und merkte daran daß wieder einmal die melkzeit herangekommen war wo er auf die weide hinausgeführt wurde damit er die schweren kübel voll milch die ihm an kräftigen gurten über den rücken gehängt wurden in der glühenden mittagshitze nach hause schleppte es dauerte denn auch nicht lange bis die beiden mägde die gesichter mit holländischen mützen gegen die sonne geschützt vom brunnen her durch den garten kamen den Esel losbanden, ihm die Milchkessel über den Rücken hängten und ihn mit sich hinaus auf die Wiese zogen, die hinter dem Hause lag und von einer Schar schwarzfleckiger Kühe beweidet wurde. Träge und mißmutig folgte ihm der Esel. Die Sonne brannte ihm heiß auf sein graues Fell, und die Hitze war so groß, dass er am liebsten stehen geblieben wäre oder sich hinter der Hecke in den Schatten gelegt und alle Viere von sich gestreckt hätte. Konnten nicht auch die Mägde die Milch einmal nach Hause tragen? Und warum machten sie den Weg immer zweimal? War es eine anständige Aufgabe für einen Esel, Milch zu schleppen? Was bekam er denn dafür, dass er jeden Tag dreimal morgens, mittags und abends die Kübel mit Milch von mehr als einem Dutzend Kühen nach Hause schleppte? Das bisschen Gras und Heu, von dem man auf dem Gute wirklich im Überfluss hatte, war doch nicht der Rede wert vorwärts nicht stehen bleiben schrie ihm plötzlich die jungmagd zu und gab ihm einen kräftigen klaps mit einer gerte die sie sich aus der hecke gebrochen hatte ja so war's kaum ging man etwas langsamer um einen gedanken zu ende zu bringen so bekam man schon unfreundliche worte und schläge obendrein so ein sklavenleben nein er dankte wirklich Besonders, seitdem die Marie auf dem Gute war, war es nicht mehr auszuhalten. Immer sollte er flinker gehen, als er es gewohnt war. Da musste dem Fleißigsten die Lust vergehen. Endlich war man am Ziel und er konnte wieder stillstehen und zusehen, wie die Kühe gemolken wurden. Es machte ihm ordentlich Spaß, dass die Rotbunte nicht stehen wollte und der Jungmagd immer wieder davonlief, wenn sie eben meinte, sich zum Melken setzen zu können. Das geschah ihr recht, mochte sie einmal ordentlich schwitzen und hinter der Kuh herlaufen. Am Abend aber riß dem Esel wirklich die Geduld. Statt der Jungmagd, die im Hause zu tun hatte, ging nämlich der Kleinknecht mit zum Melken. Und das, das war ein ganz gefährlicher. Der ging niemals ohne Peitsche mit hinaus. Weil er mit den Pferden noch nicht fahren durfte, das ließ sich der Großknecht nicht nehmen, so wollte er dafür dem Esel mit der Peitsche das Laufen beibringen, und hui, er sauste die Peitschenschnur dem Esel um die Ohren, das ist nur so pfiff, und klatschend fielen ihm ein paar Hiebe auf seinen Rücken, dass er einen ärgerlichen Bocksprung machte. »Wir wollen dir ja mal das Laufen beibringen, du alter Faulpelz!« schrie der Knecht vergnügt und knallte mit der Peitsche, als hätte er eine Pistole abgefeuert. Schachmatt kam der Esel wieder zu Hause an, und kaum, daß ihm die Milchkübel abgenommen waren, jagte man ihn mit ein paar neuen Peitschenhieben auf die Wiese hinaus, wo er sein Abendbrot suchen mochte. Tja, na, warte, sagte der Esel, ihr mögt euch einen Dümmeren suchen, als ich bin. Das halte aus, wer Lust hat. Ich nicht. Tiefsinnig trabte er die Wiese hinunter, die langen Ohren gesenkt, und den Schwanz zwischen die Beine geklemmt, als er erwarte, er noch einen Schlag zum gute Nachtgruß zu bekommen. So kam er bis an den Graben, der die Wiese von der Straße trennte. »Das soll und muss das letzte Mal gewesen sein«, sagte er bei sich und maß den Graben mit seinen Blicken aus. Ja, »Wirklich, es musste nicht allzu schwer sein, hinüberzukommen. Ich will nicht Peter Grau heißen, wenn ich nicht zur Nacht auf und davon gehe.« was soll ich hier? Niemand versteht mich hier. Die Pferde verachten mich und wollen nichts mit mir zu tun haben. Die Kühe stoßen mich, wenn ich mich ihnen nähere, der große Hund beißt mich in die Beine, und Knechte und Mägde kennen kein größeres Vergnügen, als mich zu prügeln und zur Arbeit anzutreiben. Da suche ich mir lieber einen anderen Platz. Wirklich. Es war kaum Nacht geworden, Nebel lag über den Wiesen, und aus den Fenstern des Herrenhauses leuchtete bereits Licht, da nahm Peter Grau einen Anlauf, als wäre ein Wolf hinter ihm. Niemand hatte ihn je so laufen sehen, und er setzte mit gewaltigem Sprung über den Graben. Was schadete es, dass er mit den Hinterbeinen ins Wasser platschte? Er kam hinüber, kletterte auf der anderen seite eilends aus dem wasser und trabte mit einem vergnügten i die landstraße hinunter jetzt heißt es beine machen sonst ist der kleinknecht im stande und holt mich morgen früh wieder dachte der esel aber da soll er lange suchen die landstraße lag still und einsam nur der nachtwind rauschte in den bäumen nach der Hitze des Tages war es kühl und luftig geworden, und vergnügt trabte der Esel dahin. Fern auf den Gehöften bellten die Hunde, und hier und dort brüllte auf den Wiesen eine Kuh. Wenn ich so weiter trabe, bin ich bei Tagesanbruch so weit, dass der Kleinknecht sich die Beine ablaufen kann, um mich wiederzukriegen. Der Großknecht wird ihm eine Ohrfeige geben, dass er nicht auf mich aufgepasst hat, und die gönne ich ihm von Herzen. <laughs> ja, ja, von Herzen. Vergnügt schlug er sich mit seiner Schwanzquaste die Weichen und dachte, lass die Mägde zusehen, wie sie morgen früh die Milch von der Weide nach Hause bringen. Die werden Augen machen. Ich höre schon, wie die Großmagd ruft, Peterchen, Peterchen. Jawohl, Mahlzeit. Peterchen ist dann längst über alle Berge und hat auf nimmer wiedersehen. Ade gesagt. Und damit hob er seinen Schwanz wie eine Siegesfahne steil in die Luft, trabte mit lustigen Sprüngen weiter und hielt nicht eher im Laufen inne, bis der Tag zu grauen begann. Er war längst von der Straße abgebogen und in einen Feldweg geraten, der über Wiesen und grüne Äcker zu einem Walde führte. Auf der Landstraße war es am helllichten Tage nicht geheuer. Man könnte auf mich aufmerksam werden, mich mit wohin und woher belästigen, und es ist besser, wenn man allzu neugierigen Fragen aus dem Wege geht, dachte der Esel und schritt mit gespitzten Ohren seinen Weg weiter. Drüben im Walde werde ich mich unter einen schattigen Baum ins Gras legen und mich ausruhen. Nach dem langen Marsch wird mir das ausgezeichnet gut bekommen. Da kann ich liegen und an kleinen Groschnowitz denken, wo man jetzt bald anfangen wird, mich zu vermissen. Oh, man wird schon einsehen, was man an mir verloren hat. Vielleicht wird die Kleinmark doch ein wenig zur Einsicht kommen und denken, hätte ich ihn nur etwas freundlicher behandelt. Er war doch ein fleißiger Kerl, der Peter Grau ganz in seine gedanken vertieft war er bereits nah an den wald gekommen als er sich plötzlich angerufen hörte schönes wetter nicht wahr warum so eilig alter freund dem esel fuhr der schreck über die unvermutete anrede dermaßen in die beine daß er wie angegossen stehen blieb aber im nächsten augenblicke beruhigte er sich es war nur ein pferd das am wegerande gegrast und ihn unvermutet angesprochen hatte Guten Morgen, antwortete er. Wirklich, es scheint ein schöner Tag zu werden. Damit wollte er sich an ihm vorbeidrücken, um in den Wald zu kommen. Besser, war besser. Aber das Pferd ließ ihn nicht so schnell weiter. Wo bist du zu Hause? fragte es und kaute ein paar Kornhalme, die es am Rande des Roggenfeldes abgepflückt hatte, langsam in sich hinein. Wirklich leutselig von dem Pferde, sich nach meinen Verhältnissen zu erkundigen, dachte der Esel. Was waren die Pferde aus Klein-Groschnowitz dagegen für hochnäsige Gäste? Freilich, ja, das waren Rassepferde. Die sollten alle noch mal auf die Rennbahn und Karriere machen. Na, sagte der Esel, von meiner Heimat ist nicht allzu viel Rühmens zu machen. Am besten, man spricht nicht von solch unerquicklichen Dingen und spart sich den Ärger. Drüber Erfahrungen? fragte das Pferd. Durchaus, antwortete der Esel und nickte traurig mit dem Kopfe. Schade, sagte das Pferd. Hm, nicht wahr? seufzte der Esel. Eine Pause entstand. Verlegen pflückte auch der Esel ein paar Kornähren und kaute sie. Mein Name ist Mustopf, begann das Pferd wieder. Ein schöner Name, antwortete der Esel. Er hat so etwas sattes in seinem Klang, so etwas behagliches, freundliches Gewindes. Wirklich, ich wüsste keinen Namen, der eine bessere Empfehlung wäre. „Ja“, sagte das Pferd, „und dazu kommt, dass es ein Name mit einer vornehmen Vergangenheit ist.“ „Wirklich?“, fragte der Esel. „Eigentlich heiße ich nämlich gar nicht Mustopf, Mustopf ist nur eine Abkürzung.“ mein richtiger Name ist Mustafa. Aber man nennt mich allgemein Mustopf. Jimmy nennt mich niemals anders. Bumpy schon gar nicht. Und der Herr sagt auch am liebsten Mustopf. Nur in den Zeitungen nennt man mich Mustafa. Mein Herr behauptet, dass das Vornehmer klingt. Ach, sagte der Esel. Was für Leistungen müssen Sie hinter sich haben, Herr Mustopf, wenn in den Zeitungen von Ihnen die Rede ist? Ja, sagte das Pferd. Mein Name wird in großen Buchstaben an Scheunen und Häusern angeklebt, und das auf so große Papierbogen, dass man eine gute Mahlzeit Heuderin einwickeln könnte. Allenthalben, wohin wir kommen, geschieht das, damit die Leute Bescheid wissen, wann ich auftrete. Ah, sagte der Esel, Sie treten auf? Und seine Sympathie für Musstopf sank ein wenig denn er dachte an die Pferde auf kleinen Groschnowitz, die weiter nichts verstanden, als sich aufzuspielen und vornehm zu tun. Ja, mein Herr lässt uns allesamt auftreten, fuhr das Pferd fort. In jeder Vorstellung Jimmy, Fifi, Kuno, Bumpy und mich, aber ich bin die Hauptnummer. Wer sind denn Jimmy und Bumpy? fragte der Esel, der nicht recht verstand, was das Pferd ihm erzählte. Mor wenn sie »Lust haben, mitzukommen?« fragte das Pferd. »Drüben am Waldrande werden Sie Gelegenheit haben, meine Freunde kennenzulernen. Es sind hochgebildete Leute, wirklich!« Da der Esel denselben Weg hatte, trabte er mit dem Pferde dem Walde zu. Am Rand desselben bot sich ihm ein sonderbarer Anblick. Ein großer, vierrädriger Karren, eine richtige kleine fahrbare Stube stand dort mit niedlichen kleinen Fenstern und Gardinen dahinter. Sogar ein Schornstein saß auf dem Dache des Wagens, aus dem blauer Rauch in die stille Morgenluft stieg. Mein Gott! Schrie der Esel plötzlich, blieb zitternd stehen und starrte entsetzt auf einen braunen Bären, der an einer Kette unter dem Wagen gelegen hatte und nun brummend und leise mit der Kette klirrend darunter hervorkam. Mein Freund Bumpy, erklärte das Pferd. Sie brauchen sich durchaus keine Angst zu machen. Herr, herr, äh, wie ist Ihr Name doch? P -P Peter, sagte der Esel, noch immer zitternd. Peter Grau, wenn's gefällig ist. Herr Peter Grau, stellte das Pferd den Esel vor, und der Bär hob sich artig auf seine Hinterbeine und watschelte auf den Esel zu, als wollte er ihn umarmen. Zitternd wich der Esel zurück nein sagte er nach so kurzer bekanntschaft möchte ich doch nicht pampi sagte das pferd man fürchtet sich vor dir worauf der bär eine gekränkte miene machte und sagte dass er durchaus nicht beabsichtigte irgendwie lästig zu fallen und sich beleidigt auf seinen platz unter dem wagen zurückzog sie haben ihn beleidigt sagte das Pferd mit deutlichem Vorwurf in der Stimme. Wirklich? Sagte der Esel. Dann bitte ich tausendmal um Verzeihung. Es würde am besten sein, keine Verstimmung aufkommen zu lassen, meinte das Pferd und laut rief es dem Bären zu: Bumpy, Herr Grau bittet Sie um Verzeihung, wenn er Sie beleidigt hat. Der Bär antwortete: Wenn ich nicht wüsste, dass der Herr ein Esel ist und Augenscheinlich noch nicht so weit in der Welt herumgekommen ist wie wir, würde ich ihm Gram sein. Aber die Sache ist wirklich nicht wert, noch weiter Aufhebens von ihr zu machen. Der Herr wird ihre Bekanntschaft noch schätzen lernen, Bumpy, antwortete das Pferd. Gewiß, durchaus meine Meinung, stotterte der Esel. Dem Esel war es unheimlich geworden. Am liebsten wäre er mit einem Seitensprung in den Wald getrabt. Aber das Pferd ließ ihn nicht so ohne weiteres los, und er wollte nicht noch ungebildeter erscheinen als vorhin und französisch Abschied nehmen. So blieb er stehen und ließ sich nacheinander Kuno den Ziegenbock, Fifi die Hündin, die ihn neugierig beschnupperte, und Jimmy den Affen vorstellen, der in einem blauen Soldatenröckchen auf dem Rande einer alten Trommel saß und ihm nach der Begrüßung mit einem Satz auf den Rücken sprang und ihm zärtlich in der Mähne kraulte, was dem Esel ein großes Vergnügen machte. »Wirklich, ich freue mich unerwartet, so gediegene Bekanntschaften zu machen.« sagte er, nach allen Seiten seinen Kopf neigend, wobei seine Ohren auf und nieder klappten. »Alles weitgereiste Leute«, sagte das Pferd, »Sie werden es nicht bereuen, wirklich nicht. Sie können im Umgang mit uns ihre Kenntnisse auf eine leichte und angenehme Art vermehren, und ich bin überzeugt, dass sie alle Zeit mit wahrem Vergnügen an uns zurückdenken werden.« »Davon bin ich ohne weiteres überzeugt«, entgegnete der Esel, »denn, um die Wahrheit zu sagen, ich höre nichts lieber als Reisegeschichten, zumal da ich selbst gerade im Begriff bin, eine weite Reise anzutreten. Missliche häusliche Umstände veranlassten mich, meinen Wunsch, endlich einmal die Welt kennenzulernen, in die Tat umzusetzen. Wie lange sind Sie schon unterwegs? Fragte der Ziegenbock, seine Nase neugierig in die Höhe hebend. Seit gestern Abend, antwortete der Esel. Ja, wirklich, wirklich eine Weite Reise. rief der Affe, und weil das ein Witz sein sollte, der Affe war groß darin, Witze zu machen, und der anerkannte Spaßmacher unter den Tieren, brachen alle in ein lautes Gelächter aus. Das Pferd wirrte vor Vergnügen, die Ziege meckerte, die Hündin bellte, und nur der Bär lag beleidigt unter dem Wagen und zog an seinen Vordertatzen. Verwundert über den Lärm steckte in diesem Augenblick der Besitzer des Wagens und der Tiere den Kopf aus dem Fenster, und, als er den Esel erblickte, kam er sogleich heraus, fasste den Esel an seinem Halfter, den er von Klein Groschnowitz her noch trug und vergeblich abzustreifen versucht hatte, klopfte ihm vertraulich den Hals, als hätte er einen alten Bekannten in ihm zu begrüßen, und sagte: Wirklich, du kommst wie gerufen, mein Freund! Der Wagen ist für Mustafa allein reichlich schwer, und er wird mir dankbar sein, wenn ich dir erlaube, ihm ziehen zu helfen. Der Esel war so überrascht, dass er nichts weiter wie IA sagen konnte. Gut, dass du einverstanden bist, sagte der Marktbezieher und band ihn an seinem Karren fest. Frauchen, rief er dann aufgeregt in den Wagen, komm mal heraus, wir haben Zuwachs gekriegt. Das wäre. Rief eine helle Stimme aus dem Wagen, und eine junge Frau kam die kleine Treppe herunter, die von dem Wagen auf die Erde führte. Wo kommst du denn her, Grauchen? fragte sie und kraute dem Esel den Kopf. Der Esel war noch ziemlich verblüfft, wieder in Gefangenschaft geraten zu sein. Aber er tröstete sich bald mit dem Gedanken, daß er so außerordentlich angenehme Gesellschaft gefunden habe. »Vielleicht war es wirklich besser so,« sagte er sich, »und wenn ich es recht überlege, habe ich riesig Glück. Wenn ich allein geblieben wäre, wäre ich jedenfalls allerhand Verfolgung ausgesetzt gewesen, denn ich jetzt auf die natürlichste Weise entgehe. Na, die Hauptsache ist ja schließlich, dass man anständig behandelt wird, und wenn ich von Bumpy absehe, der mich etwas reichlich brummig aufgenommen hat, kann ich wirklich nicht klagen.« Mustopf und Kuno und Jamie und Fifi sind wirklich reizende Gesellschafter. Er gab sich also in sein Schicksal, das ihm je länger er überlegte, immer rosiger erschien, und wartete geduldig den Aufbruch der Gesellschaft ab, der dann auch bald genug vor sich ging. Der Zirkusdirektor, denn so nannte sich der Besitzer der Tiere, spannte Mustopf neben dem Esel vor den Wagen setzte den Affen in seinen Kasten, band die Ziege hinter den Wagen und ließ Bumpy an kurzer Kette unter dem Wagen mitlaufen. Fifi lief frei nebenher und lief zur Feier des Aufbruchs laut bellend voraus. Humpelnd und pumpelnd setzte sich das Gefährt in Bewegung, und der Esel merkte bald, dass es keine angenehme Aufgabe sei, den Wagen auf den sandigen Wegen vorwärts zu bringen und wenn mustopf nicht gewesen und unverdrossen neben ihm hergeschritten wäre würde er bald genug der neuen aufgabe überdrüssig gewesen sein so versuchte er gute miene zum bösen spiel zu machen und dachte ach was vielleicht kommen bald schon schönere stunden endlich wurde halt gemacht peter und mustopf wurden ausgespannt und durften mit der ziege das duftige gras am wegrande zum mittagmahl teilen auch die übrigen Tiere wurden gefüttert. Und dann wurde Probe abgehalten, und die neuen Freunde des Esels zeigten ihm ihre Künste. Zuerst kam der Bär daran, der unter dem Wagen hervorgeholt wurde und nach dem Klange der Trommel tanzen musste. Brummend erhob er sich auf seine Hinterbeine und begann seine Künste. Neugierig sah der Esel zu, so etwas hatte er seinen Lebtag noch nicht gesehen. Vorwärts, Bumpy. kommandierte der Wagenführer und ließ dem Bären seine Peitsche um die Ohren sausen, sobald er Miene machte, sich wieder auf dem Erdboden niederzulassen, worauf sich Bumpy von neuem erhob und seinen Tanz fortsetzte. Danach war die Ziege an der Reihe. Sie stieg auf eine Leiter auf und ab, und zuletzt mußte sie auf die höchste Spitze steigen, wo sie mit allen Vieren auf einem Teller stand, der nicht größer war als die silberne Münze, die die Frau des Bärenführers an einer Kette um den Hals trug. So, werde ich auch solche Kunststücke lernen? dachte der Esel und wiegte bedenklich seinen Kopf. Das war großartig, Kuno, sagte er, als die Ziege wieder von ihrem Gestell herunter war. Nun sollst du mich einmal sehen, sagte Jimmy und sprang mit einem Satz auf den Rücken des Hundes, der wie ein Zirkuspferd im Kreise lief, und der Affe saß wie ein Soldat darauf. Er legte die Hand zum Gruß an die Mütze, die ihm sein Herr aufgesetzt hatte, schoss seine Pistole ab und sprang dann durch einen Reifen wie ein Kunstreiter. Oh, wirklich, ihr habt was gelernt, das muß man sagen, sagte der Esel. Bei sich aber dachte er, Wann werde ich dran kommen? Werde ich auch durch einen Reifen springen, wie ein Soldat gekleidet werden oder eine Pistole abschießen? Zuletzt mußte Mustopf vortreten. Er war das klügste der Tiere und verstand die unglaublichsten Sachen. Er rechnete sieben und zwei zusammen, nahm sechs von zehn ab und gab seine Antworten durch Scharren mit dem Fuße so deutlich zu verstehen, dass der Esel vor Verwunderung nicht wusste, was er sagen sollte. Dann erhob er seine Vorderbeine in die Luft und tänzelte über die Straße, als sei das sein natürlicher Gang und nur ein Notbehelf von ihm, wenn er sich zur übrigen Zeit herablasse, auf allen Vieren zu gehen. Was fangen wir aber mit dem Esel an? rief da der Besitzer der Tiere seiner Frau zu, und die antwortete Ja, das wird wohl seine Not haben. Komm mal, rief der Herr, und der Esel, der begierig war, ähnliches zu lernen, kam so schnell gelaufen, dass er mit den Hinterbeinen hoch in die Luft schlug. Der Herr lachte, klopfte ihm den Hals und sagte Zunächst mußt du einen anständigen Namen haben, einen Namen von Klang. Wir werden dich Ibrahim nennen. Das ist ein türkischer Name, und türkische Namen klingen gut. Also, Ibrahim, pass auf. Ich spanne hier eine Schnur über die Straße, siehst du? Es wäre nett von dir, wenn du einmal versuchen wolltest, hinüberzuspringen. Aber solche Sachen waren dem Esel zu wenig. Er hatte auf feinere Kunststücke gerechnet und so oft Fifi auch hinübersprang, um es ihm vorzumachen, er weigerte sich, es ihr nachzutun. Bockbeinig blieb er jedes Mal vor dem Strick stehen und schlug mit den Hinterfüßen hinten aus, dass die Frau laut lachte. <lacht> das ist ja famos. Rief sie ihrem Manne zu, da haben wir gleich eine neue Nummer. Ibrahim in seinen unübertroffenen Leistungen als dummer August. Der Mann lachte und sagte: Gut, mag's dabei bleiben. Da haben wir keine große Mühe mit ihm, und die Zuschauer haben etwas zu lachen. Was soll ich darstellen? fragte sich der Esel. Ein dummen August? Das ist gewiß was ganz besonders Feines. Und leise fragte er Mustafa darum. Ja, sagte der, wir haben schon immer nach einem dummen August ausgeschaut, aber keinen gekriegt. Da mußt du nun kommen. Das ist ein Feld, auf dem du es weit bringen kannst. Ohne einen dummen August kommt ein richtiger Zirkus nicht aus. Da war der Esel noch stolzer als vorhin und dachte: Ich wußte es ja immer, dass ich zu großen Dingen geboren bin. Nach mehrstündiger Rast setzte sich die Truppe von Neuem in Bewegung und zog langsam weiter auf Klein Groschnowitz zu. Aber der Esel merkte nicht, dass er sich seiner Heimat von Neuem näherte. Denn er war niemals vom Hofe weggekommen und kannte die Gegend, die er letzte Nacht durchlaufen hatte, nicht wieder. Gegen Abend machte man im Dorfe Groschnowitz, das zur Herrschaft Kleingroschnowitz gehörte, Halt, und während von allen Seiten die Leute zusammenliefen, schickte sich der Bärenführer an, Bumpys Künste vorzuführen. Bei dem Klang seiner Trommel und dem Klirren des Tamburins, das die Frau schlug, strömten immer mehr Leute zusammen und umdrängten den Platz. Och, wie sich Peter der Esel nun fühlte, wie stolz er war, von allen Seiten angegafft zu werden! Ob der Esel auch Kunststücke machen muß?, fragte ein Kind. Du wirst schon sehen, was ich kann, dachte der Esel und freute sich schon darauf, welchen Eindruck es machen würde, wenn er mit den Hinterbeinen in die Luft schlagen und sich weigern würde über das Tau zu springen. Aber erst mußte Kuno seine Künste vorführen und Jimmy mußte auf Fifi reiten und Mustafa mußte seine Rechenkunststücke vormachen. Da plötzlich zog ihn der Bärenführer hervor, und kaum hatte er begonnen zu rufen Nun, meine Herrschaften, habe ich das Vergnügen, Ihnen vorzuführen, Ibrahim in seinen unübertrefflichen Leistungen als dummer August, als eine Stimme aus dem Kreise der Zuschauer herausrief Ich will mich hängen lassen, wenn das nicht Peter unser Ausreißer ist. Dem armen Esel fuhr ein eisiger Schrecken durch die Glieder. Er hatte die Stimme des Kleinknechts auf Klein Groschnowitz erkannt, der vom Gutshause hergelaufen war, um bei der Vorstellung zusehen zu können. Im selben Augenblick rief auch die Kleinmagd, die mit ihm gekommen war Ja, das ist niemand anders als unser Peter Grau. Und nun half alle Verstellung nichts mehr. Die Leute waren aufmerksam geworden, und der Gemeindevorsteher, der unter den Zuschauern war, verhörte den Zirkusdirektor und Bärenführer, wie er zu dem Esel gekommen sei. Und der gestand nun, nach anfänglichem Leugnen, daß ihm das Tier als herrenlos zugelaufen sei, daß er ihn erst seit heute früh besitze und ganz gewiss nichts anderes vorgehabt habe, als ihn bei der nächsten Amtsperson als gefunden abzuliefern. Der Kleinknecht hatte den Esel an seinem Halfter und außerdem an einem Brandzeichen auf dem Hinterschenkel sofort wiedererkannt. Damit hatte ihn einmal aus Spaß gezeichnet, als die jungen Pferde ihr Brandzeichen bekommen hatten, das auf Klein Groschnowitz in jedem Herbst den Füllen ins Fell gedrückt wurde. Sonst wäre es nicht so leicht gewesen nachzuweisen, daß der Esel des Zirkusdirektors der Esel von Klein Groschnowitz war, da ja ein Esel wie der andere aussieht. Lachen zog der Kleinknecht mit ihm ab. Und auf Klein Groschnowitz lief das ganze Gesinde zusammen, um Peter, den Ausreißer, wiederzusehen. Ja, er ist ein richtiger Esel, rief der Großknecht lachend, als er die Geschichte gehört hatte, band ihm ein Strick um die Hinterfüße, damit ihm das Fortlaufen abgewöhnt werde, und jagte ihn mit ein paar Stockheben wieder zu den Kühen, auf die Weide hinaus. Der rote Hansel. Im Wald, nicht weit von der Stadt, wo die hohen Kiefern stehen, die die langen, langen, braunen Zapfen tragen und die prächtigen Buchen mit den grauen Stämmen und den rauschenden Kronen, die im Herbst viele Tausende von Bucheckern niederwerfen, da lebte die Familie Eichhorn. Was waren das für vergnügte Leute? Den ganzen Tag tanzten sie an den Bäumen auf und ab, als wenn sie es bezahlt bekämen. Aber es gab ihnen kein Mensch etwas dafür, denn Menschen kamen wenig in diesen Teil des Waldes. Man musste tüchtig klettern, um hier heraufzusteigen, und da sagten die meisten Leute Ach, was wollen wir da? Da ist nichts zu holen. Das war Eichhorn sehr recht. Umso ungestörter konnten sie ihre Spiele spielen und sich die leckeren Tannenzapfen und die fetten nußsäckern in ihr Nest tragen. Das Nest war hoch oben in einer hohlen Buche. Durch einen schmalen Spalt schlüpfte man hinein und drinnen war es herrlich. Vater und Mutter Eichhorn hatten es köstlich mit Laub ausgepolstert und das ist für die Eichhörnchen gerade so wie ein Federbett für die Kinder. Es waren noch mehr Höhlungen in der Buche, und in diesen bargen sie ihren Vorrat für den Winter. Den ganzen Herbst waren sie tätig beim Einsammeln. Die Kinderchen halfen auch mit, und wenn sie einen recht knusprigen Tannenzapfen herbeitrugen, fragten sie, ist das nicht ein fetter Sonntagsbraten? Sie aßen aber nicht den ganzen Zapfen. Bewahre, dafür waren sie viel zu schleckerig. Sie schnitten mit ihren haarscharfen Zähnchen die Schuppen los und verputzten die würzigen Samenkörnchen, die unter ihnen saßen. Das gibt gelenkige Beine, sagten sie. Essen konnten sie den ganzen Tag. Wenn sie einen fetten Bissen erwischt hatten, setzten sie sich auf die Hinterbeine, nahmen das Futter zierlich zwischen die Vorderpfötchen und nagten daran. Waren es Äckern oder Eicheln, so verspeisten sie nur den Kern, die Schale warfen sie einfach vom Baum hinunter, so da lag sie. Aber leider hatten sie nicht immer gute Tage. Eine alte Fuchsfamilie wohnte in der Nähe, und der alte Fuchs aß gerne Eichhornbraten. Darum durften die Kinderchen lange Zeit gar nicht vom Baum hinunter, denn auf die hohe Buche konnte der böse Räuber zum Glück nicht kommen. Endlich fing ihn der Jäger, dem eine fette ganz gestohlen hatte, im Eisen, und da zog Frau Füchsin mit den Kleinen aus der Gegend fort. Nun aber gab es neue Feinde, und die waren noch gefährlicher, denn sie konnten oben auf den Baum gelangen, ja der eine Feind, das war der Edelmarder, ein zierlicher kleiner Geselle, dem keiner etwas Böses zutraute. Aber er war ein arger Räuber und konnte klettern wie eine Katze. An einem schönen Sommerabend saßen die Kinder dicht vor dem Nestchen, während Mutter noch einige Eicheln sammelte und Vater im Nebenbaum sich mit der Elster unterhielt. Sie wusste immer alle Neuigkeiten, denn sie war eine schrecklich neugierige Dame, die sogar in die Stadt flog und in die Häuser der Menschen schaute. Herr Nachbar, sagte sie, Wissen Sie schon, dass drüben in dem verlassenen Fuchsbau eine Marderfamilie eingezogen ist? Ich sah vorhin, wie der Mann aus einem Loch herausschaute und die Frau aus dem anderen. Na, es hat mir einen schönen Schrecken gegeben. Die Bande ist zu dreist und kein Nest ist vor Ihnen sicher. Wenn Sie erst wissen, wo Eier oder Junge zu holen sind, können wir uns gratulieren. Ich werde keine Nacht mehr schlafen, bis meine Kinderchen flügge sind. Spinne, Rief Vater Eichhorn. Mörder, Die haben uns hier gerade gefehlt. Eben ist man froh, dass man Familie fuchslos ist, und nun kommt es so. Ich werde jedenfalls die Nacht mit meiner Frau wachen, denn die Kinder sind noch klein. Inzwischen sahen die Eichhornkinder auf ihrem Baum. Ein Tierchen, das war allerliebst anzusehen, zierlich und behende, hatte ein braunes Fellchen und ein dottergelbes Westchen. Es huschte von Zweig zu Zweig und rief ihnen zu: Guten Abend, wo sind denn eure Eltern? Ich wollte ihnen als neuer Nachbar einen Besuch machen. Sie werden gleich kommen, antworteten die kleinen Eichhörnchen und wunderten sich, ja, wer das nette Männlein sein könnte. Sie ließen es auch ruhig herankommen, und das Kleinste streckte ihm zutraulich die Vorderpfote entgegen. Aber das hätte es lieber nicht tun sollen, denn mit einem Satz sprang der Gast ihm an die Kehle bis mit seinen scharfen Zähnen hinein, daß das arme Kleine tot war, ehe es noch einen Schrei ausstoßen konnte, und jagte mit seiner Beute im Maul davon. Die anderen Kinder pfiffen und schrien entsetzlich, und Vater Eichhorn rief, Da hat es ein Unglück gegeben! Der Marder, der Marder! zeterte die Elster. Da läuft er, da läuft er! Und ihren kleinen Kasper hat er im Maul! Ja, das war ein trauriger Abend bei Eichhorns. Vater und Mutter pfiffen traurig, und die Kinder mochten auch nicht lachen aber die Marder sollten es nicht lange treiben. Schon am nächsten Tage sah die Elster den Madermann heimkehren und ein Täubchen trug er im Maule. »Hey, Nachbar!« rief sie ihm von droben zu. »Wo haben Sie denn den Braten her? Das ist doch keine Wildtaube!« Der Marder legte das Täubchen vor sich nieder und schaute empor. »Ehrlich geklaut?« rief er zurück. »Pfui!« Zetete die Elster. Was sind das für Ausdrücke? So etwas war bisher nicht Mode in unserer Gegend. Sie sind wohl nicht von hier? Wenn meine Sprache Ihnen nicht zusagt, kann ich nicht helfen, pfiff der Marder. Ich rede, wie mir das Maul gewachsen ist. Diese Taube bringe ich meiner Frau. Da, wo ich sie hergeholt habe, gibt es noch mehr. Gleich hinter dem Fichtendeckig liegt ein Haus. Da wimmelt es nur so von Tauben und Küken. Der Mann gibt sich viele Mühe, uns leckeres Futter zu verschaffen. Ta, da wohnt ja der Jäger, spottete die Elster. Der wird ihnen bald seine Tauben bezahlen. Und dann flog sie davon und erzählte die Neuigkeit im ganzen Walde. Der Marder ging noch am selben Abend wieder auf die Jagd im Hühnerhof des Jägers, aber er kam nicht wieder. Denn der Jäger hatte ein Fangeisen gestellt, und in das Eisen war der schlaue Herr geraten. Nun mußte sich Frau Marder auf den Fang machen, aber ihr ging es nicht besser, und als die Kinderchen merkten, daß beide Eltern nicht wiederkamen, liefen sie aus der Gegend fort. Nun hätten Eichhorns Ruhe gehabt, wenn die Eule nicht gewesen wäre, die jeden Abend vor dem Neste schrie. Die Kinder zitterten, wenn sie die unheimlichen Töne hörten, aber der Vater sagte habt nur keine Angst, in das Nest kann sie nicht hereinkommen, der Eingang ist zu eng. So durchlebten sie den Sommer, und der Herbst kam in das Land. Da sah der rote Hansel, der älteste und kräftigste von den Eichhornbuben, eines Tages in der Nachbarbuche einen alten Raben sitzen. Diesen Raben kannte er nicht, aber der Rabe sprach ihn an und fragte nach seinen Eltern, die seien alte Freunde von ihm. Dann kam der Vater, und der Rabe erzählte, er sei von den Menschen gefangen worden. Das sei nun schon zwei Sommer her, und die Menschen hätten seine Flügel gestutzt, dass er nicht mehr fliegen konnte. Nun seien ihm die Schwungfedern aber wieder gewachsen, und da habe er Reis ausgenommen, denn er habe immer Heimweh nach seinem Walde gehabt. Das war aber einmal interessant. Alles Waldgetier kam zusammen und wollte hören, wie es bei den Menschen sei. Dass sie dich nicht gebraten haben, verwunderte sich die Elster. Das war eine Cousine von ihm. Dafür war ich zu wertvoll, krächzte der Rabe. Sie braten nur so niedriges Viehzeug, Hasen und Rehe und allenfalls wilde Enten und Tauben. Mit mir verfolgten sie höhere Zwecke, sie sahen mich ganz wie ihresgleiche an, und ich mußte sogar die Menschensprache lernen. Ta, wer's glaubt! rief die Elster. Da riss der Rabe seinen Schnabel so weit auf, daß der rote Hansel vor Schreck fast vom Ast fiel und rief mit menschlicher Stimme: So ein unverschämtes Frauenzimmer! Die Elster kreischte laut auf und nahm Reis aus. Die anderen Tiere, Tauben, Kaninchen, Amseln und Hasen, fuhren ordentlich zusammen, und der Rabe rief noch immer mit einer menschlichen Stimme: Pack, Pack, Pack! Ha ha ha! Dann sah er sich stolz im Kreise um und fuhr mit seiner natürlichen Sprache fort. Seht ihr wohl, so was lernt man bei den Menschen. Aber man muß auch ein Rabe sein und so ungeheuer klug wie ich. Tö, sonst ist Hopfen und Malz verloren. Jetzt wagte keiner mehr ihm zu widersprechen. Sie hatten alle einen schrecklichen Respekt bekommen vor dem Vogel mit der Menschensprache. Der rote Hansel aber hätte gar zu gerne gewusst, wie es bei den Menschen zuginge. Und als der Rabe am nächsten Tage allein auf seinem Baume saß und sich gelangweilt den Kopf kraulte, machte er sich an ihn heran und fragte, ob er ihm nicht ein bisschen von den Menschen erzählen wollte. Der Rabe, der schrecklich gern schwatzte, ließ sich nicht lange nötigen. Er erzählte dem Hansel die wunderbarsten Dinge, und von Zeit zu Zeit schrie er dazwischen »Pack, pack, pack«. Dann riss der Hansel jedes Mal im ersten Schreck aus, und der alte schwarze Herr lachte hinter ihm her. »Ha, ha, ha!« Allmählich aber gewöhnte sich der Hansel daran. Und je mehr der Rabe ihm erzählte, um so größer wurde sein Verlangen auch einmal die Menschen kennenzulernen. Er fragte vorsichtig den Raben, ob die Menschen auch Eichhornbraten essen. Aber der meinte, das täten sie wohl nicht. Zu seiner Zeit sei es wenigstens nicht vorgekommen. Aber was willst du bei den Menschen?", sagte er. Sie sind nur langweilig und dann soll man immer nach ihrer Pfeife tanzen. Zum Beispiel auf dem Tisch steht der Käse. Der Käse ist ein ganz angenehmes Gericht. So gehst du hin und holst dir ein Stückchen. Sofort fährt der Herr auf dich los und schilt dich Dieb und Räuber und droht dir mit dem Stock. Ist das ein Benehmen? Kannst du im Walde nicht nehmen, was du findest? Aber diese Menschensorte meint, sie hätte das erste Recht an allen Sachen. Schickt sich das? Oder du findest einen silbernen Löffel. Für silberne Löffel und solche blanken Dinge habe ich von Kind auf eben solche Liebe wie die Menschen. Also, ich finde so einen in der küche oder im zimmer und trage ihn in meinen winkeln keine stunde dauert das so kommt die frau mit dem besen jagt mich aus den winkeln holt mir den löffel wieder weg und schreit ebenso wie der mann du dieb du dieb Tch, warum soll ich nicht so gute silberne löffel haben wie sie kannst du das einsehen nein ich kann dir nicht raten, zu den Menschen zu gehen. Ich möchte sie doch bloß mal sehen, meinte der Hansel. Was siehst du denn daran? Meinst du, dass Menschen etwas Schönes sind? Denk dir einen Turm, der auf zwei Beinen spazieren geht, oder eine dicke Kugel, die wackelt, wenn sie geht, dann hast du einen Menschen. Und meinst du, sie haben ein ordentliches Kleid von Fell oder Federn? <laughs> Kein Gedanke. Oben auf dem Kopf haben sie Haare, und manche haben da auch noch nicht mal welche. Auf den Leib müssen sie sich Lappen hängen, das nennen sie Kleider, sonst würden sie totfrieren. »Ich würde mich unter die Erde schämen, wenn ich so herumlaufen müsste. Glaub mir, da ist nichts zu holen.« Damit sträubte er sein Gefieder, schrie »Pack, pack, pack!« und flog davon. »Und ich möchte sie doch sehen«, sagte der rote Hansel für sich. »Nur einmal sehen, fangen ließ ich mich nicht.« es war schon kalt, denn der Winter stand vor der Tür, und in den Nächten froh es. Am Tage aber liefen Eichhorns noch fleißig durch das raschelnde Laub und sprangen von Ast zu Ast, denn Vater Eichhorn hielt Bewegung für gesund. Die Kinder durften jetzt auch schon alleine weit durch den Wald springen, und da dachte der Hansel, »Ach, was kann mir passieren, wenn ich jetzt einmal nach dem Jägerhaus hinüberhüpfe?« ich bleibe oben auf den Bäumen, wo die Menschen und ihre Hunde nicht hinkommen können, und spähe von droben herab in ihr Haus. Vorwärts, Hansel. Und da huschte er hin. Aber er war noch ein Dummerchen, denn statt links in den Wald zu laufen, wo das Jägerhaus lag, lief er nach rechts. Er sprang von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, knusperte hier und da eine Eichel oder ein Bucheckerchen, sah sich mit seinen blanken, schwarzen Augen neugierig in der Welt um und huschte weiter. So, nun dürfte das Jägerhaus aber auch kommen. Es wurde schon dunkel, und von Menschen war noch nichts zu sehen. Vielleicht lag es da, hinter der Waldecke. Wenn es da auch noch nicht war, wollte der Hansel lieber nach Hause gehen. Hinter der Waldecke, da war auch kein Jägerhaus, und nun machte der lustige Rotschwanz sich auf den Rückweg. Aber das war leichter gedacht als getan. Die Dunkelheit nahm mit jedem Augenblick zu, und nun wußte Hansel auch nicht mehr, woher er eigentlich gekommen war. Alles sah so seltsam fremd und unheimlich aus, die Tannen standen so schwarz und starr, als drohten sie ihm in den kahlen Büschen, raschelten die letzten welken Blätter, so traurig im Nachtwind und der arme Hansel fing in seiner Angst an, nach Vater und Mutter zu rufen. Aber die waren weit weg und hörten ihn nicht. Müde wurde er auch, das Springen machte gar keinen Spaß mehr, Zuletzt kauerte er sich ganz erschöpft unter einen Dornbusch zusammen, zog den buschigen Schwanz über den Kopf und schlief ein. Es fror und reifte tüchtig in dieser Nacht. Am anderen Morgen kam von der Stadt her ein junger Mann durch den Wald gegangen, das war ein Lehrer. Der machte einen kleinen Spaziergang. Unter einem Busch sah er etwas rötlich Braunes liegen, und wie er darauf zuging, da war es ein Eichkätzchen, das war von der Kälte ganz verklammt und mochte sich nicht mehr rühren. Nur seine Augen schauten ängstlich auf den jungen Mann. Der hob das Tierchen auf, streichelte das weiche Fell und schob den kleinen Gesellen vorn in seinen Überzieher, da saß er warm. Dann ging er zur Stadt zurück. Nun war der Hansel bei den Menschen, die er so gerne kennenlernen wollte. Es gefiel ihm ganz gut. Sein Herr hatte zwei Stübchen bei einer dicken freundlichen Frau, die er Mutter Klassen rief. Diese freundliche Frau hatte eine Vorliebe für den roten Hansel gefaßt und fütterte ihn mit Nüssen, Äpfeln, Kuchen und ähnlichen guten Dingen. Und der Hansel ließ es sich gern gefallen. Auch machte sie ihm ein weiches Bettchen in dem Papierkorb seines Herrn, denn den hatte sich Hansel als Schlafgelegenheit ausersehen. Am Tage spielte er in den Zimmern herum oder lief zu Frau Claßen in die Küche, wenn sein Haar ausging. Aber abends stieg er in den Papierkorb. Dann wurde erst Ordnung gemacht. Darunter verstand der rote Hansel, dass er alles, was sein Herr am Tage in den Korb geworfen, wieder herauskegelte, wobei es ganz gleichgültig war, wohin die Papierfetzen flogen. Zuletzt zerrte er das Kissen, das Mutter Klaasen ihm unter in den Korb gelegt hatte, zurecht, und nun konnte der Schlaf beginnen. Einmal blinzelte der Hansel noch über den Rand nach seinem Herrn, dann rollte er sich zusammen und schlief ein. Seinen guten Herrn, den ihn vom Erfrieren gerettet hatte, den liebte er sehr saß er am Schreibtisch, so hüpfte Hansel auf den Schreibtisch dazu und sah ernsthaft, wie die Feder in die Tinte tauchte und dann über das Papier glitt. In seinem kleinen Köpfchen machte er sich allerlei krause Gedanken, wozu das wohl gut sein möchte, wenn auf dem weißen Papier all die schwarzen Dinger liefen. Aber er konnte es sich nicht erklären. Bisweilen sah sein Herr von der Arbeit auf und sagte, na, Hansel, alter Karl, was machen wir denn? Sofort hüpfte Hansel ihm auf die Schulter, legte seinen weichen Kopf mit den zierlichen Öhrchen dicht an die Backe des Herrn und streichelte sie mit den Pfötchen. Dann kraulte der Heim das Köpfchen und lachte Du bist eine Schmeichelkatze. Na, lass nur, wir beide verstehen uns schon. War doch nur gut, dass ich dich gefunden hab. sonst hätte die Eule am Ende den Hansel gefressen. Morgens, wenn der Herr seinen Kaffee trank, oder abends, wenn Frau Klasen mit dem Teetopf kam, hopste Hansel auf den Tisch, schnupperte mit dem Näschen und schaute listig nach der Zuckerdose. Dann fragte sein Herr: Na, was will denn das Kindchen haben? Zucker? Iwo, da bekommt der kleine Hansel ja schlechte Zähne. Den mögen wir doch auch gar nicht. Was? Hansel setzte sich auf die Hinterbeine und bettelte mit den Vorderpfötchen. Was? Wir wollen doch Zucker haben, wenn uns der nur bekommt. Also dann dieses eine Mal. Damit nahm er den Deckel von der Zuckerdose. Hansel zitterte förmlich vor Verlangen. Sein dicker Schwanz wippte, und die Augen gingen nicht von der Hand seines Herrn. Nun nahm dieser ein Stück Zucker heraus, brach es in zwei Stücke, ein kleines und ein großes, legte beide vor sich hin und fragte: Welches ist denn nun für den Hansel? Wie der Blitz fuhr der kleine Karl zu, hatte das große Stück in der Pfote und sprang damit auf den Schrank. Warte, warte! drohte sein Herr hinter ihm her. Er hat mir doch wieder das Beste fortgenommen. Komm du mir nur wieder herunter. Hansel saß droben und zerbiß mit den blitzenden Zähnen den Zucker, daß es krachte. Wenn das letzte Krümchen verschwunden war, huschte er wieder herunter, setzte sich seinem Herrn auf die Schulter und klopfte ihm mit den Pfoten im Gesicht. Und dabei gingen die Augen schon wieder nach der Zuckerdose. Den ganzen Winter blieb Hansel bei seinem Beschützer und der guten Frau Klassen. Draußen froh es dass die Bäume krachten und morgens waren dicke Eisblumen an den Fenstern. Das Eichhörnchen hatte nicht unter der Kälte zu leiden. Es saß immer im Warmen und war den ganzen Tag vergnügt. Als der Frühling kam und Frau Klaassen eines Tages die Tür zum Balkon öffnete, schoss Hansel an ihr vorüber hinaus, auf das Gitter, vom Gitter auf ein schmales Gesimse, das um das Haus lief, turnte an der Dachin in die Höhe und war verschwunden. Frau Klaassen schrie vor Schreck nicht schlecht und der Lehrer kam heraus aus seinem Zimmer, weil er meinte, es hätte ein Unglück gegeben. Der Hansel ist ausgeritscht, jammerte Frau Klaassen. »So'n Ding ist zu fix. Auf dem Dach ist er rauf und gleich futsch. Nee, nee, was soll man nur aus dem Tierchen werden? Wenn die Jungs ihn fangen, die sind ja zu grob mit so'm kleinen Ding.« Oben über die Dachrinne lugte ein rotes Köpfchen und eine Schwanzspitze wippte lustig in der Luft. Dr. Mohr, Hanselers Herr, spähte das Köpfchen und er dachte, ja. »Wart nur!« ich wollen wir schon wieder kriegen. Er ging in die Stube und kam mit der Zuckerdose wieder, die er auf das Balkongitter stellte. Der Schwanz droben auf dem Dach wippte stärker. Nun fing der Doktor an. Ob der kleine Karl wohl ein Stückchen Zucker mag? Ich will mir doch ein Stückchen holen. Er nahm eins heraus, brach es durch und legte die Stückchen, wie er beim Kaffeetrinken tat, vor sich hin. Welches ist nun wohl für den Hansel? Da huschte schon ein kleines Ding vom Dach herab und saß neben der Zuckerdose. Aber der Doktor hatte gut aufgepasst und ehe mein Hansel mit seinem Raub entweichen konnte, war er gefasst und in das Zimmer getragen. Von da an durfte er nur an einem Kettchen auf den Balkon wieder gingen einige wochen hin da fing der hansel an und schaute immer so traurig zum fenster hinaus als hätte er sehnsucht nach seiner freiheit er schmeichelte noch mit dem doktor aber lustig war er nicht mehr dabei und seine blanken augen schienen ganz trübe zu werden ich weiß nicht frau klassen sagte der doktor mein kleiner rotschwanz gefällt mir gar nicht mehr ich glaube, er hat Heimweh nach seinem Walde. Es wird mir schwer, mich von ihm zu trennen, aber was bleibt mir übrig? Hier wird er krank. Heute Nachmittag gehe ich in den Wald und lasse ihn laufen. Und so geschah es. Dr. Mohr nahm Hansel an die Kette und ging mit ihm in den Wald hinaus. Hansel saß auf der Schulter seines Herrn, und als sie zwischen den grünen Bäumen dahin wanderten, wurde er ganz aufgeregt, sprang und zerrte an der Kette. Nun, so lauf, du kleiner Schelm, sprach sein Herr und löste ihm die Kette. Hansel fühlte kaum, daß er frei war, da schoss er davon, und eins, zwei, drei saß er auf einer hohen Fichte zwischen den grünen Zweigen schaute sein pfiffiges Gesichtchen auf den Doktor herunter, dann flog ein Tannenzapfen nieder als Gruß, und nun da war der Hansel verschwunden. Der Doktor ging noch eine Weile im Walde spazieren, aber es gefiel ihm heute gar nicht so gut wie sonst, und als er auf dem Heimweg war, dachte er, dass es ihm sehr leer vorkommen würde in seinen Zimmern ohne den fröhlichen Kameraden. So kam man den Ausgang des Waldes. Da huschte plötzlich etwas vom Baum herunter und saß ihm auf der Schulter. Hansel, rief der Doktor, Kerlchen, wo kommst du wieder her? Hansel konnte leider nicht in der Menschensprache antworten, sonst hätte er seinem Herrn erzählt, dass sie ihn durch den ganzen Wald begleitet hatte, freilich immer hoch droben in den Baumkronen weil er aber nicht reden konnte, begnügte er sich damit, seine Nase ganz besonders liebevoll an der Backe des Doktors zu reiben. Sehr friedlich und einträchtig wanderten die zwei miteinander heim, und Mutter Klaasen schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. Nee, Herr Doktor, von selbst ist der Hansel wieder mitgekommen? Was ein kluges Tier. Seitdem ging der Hansel manches Mal mit in den Wald und sprang vergnügt durch Kiefern und Buchen. So ging der Sommer hin und der Winter kam wieder. An einem Abend war der Doktor noch spät ausgewesen und als er heimkam, sagte Mutter Klassen, Ich weiß gar nicht, was das mit dem Hansel ist. Der ist nicht in seinem Fett. Er hat keine Nuss zum Abendbrot gegessen und jetzt liegt er in dem Korb und ist so komisch. Gestern trieb er sich so lange auf dem Balkon herum, und es war solch ein scharfer Ostwind, wenn er sich da mal nichts geholt hat. Und ja, der Hansel war krank, recht krank. Im Walde, als er noch mit Eltern und Geschwistern lebte, hatte ihm kein Wetter viel anhaben können. Aber jetzt im Zimmer war er verwöhnt und empfindlich geworden. Am anderen Morgen ging der Doktor hin und holte einen Tierarzt. Der meinte, zu einem solchen Patienten sei er noch nie geholt worden, aber dem Nashorn im Zoologischen Garten hat er schon einmal einen Zahn gezogen. Allerdings hätte man das Nashorn vorher chloroformiert, sonst hätte es sich die Sache wohl nicht gefallen lassen. Nun. Den Hansel brauchte er nicht zu chloroformieren. Der hielt Mucksmäuschen still, als der Doktor ihn in die Hand nahm und behorchte und befühlte. Sie haben das Türchen wohl gern? fragte der Tierarzt Hansels Herrn. Sehr gern, antwortete der. Ist auch ein allerliebstes Dingelchen, aber die kleinen Geschöpfe sind zu zart und das Leben in der Stadt ist Gift für sie der kleine kerl wird wohl nicht wieder gesund werden und damit ging der tierarzt hansels herr aber nahm das kleine dingelchen auf seinen schoß und streichelte sein weiches fell und hansel blickte zärtlich zu ihm auf doch rühren mochte er sich nicht mehr ganz still lag er und sein atem wurde immer schwächer bis er endlich ganz verstummte und da war der kleine rote Hansel tot. Am nächsten Tag ging sein Herr mit ihm hinaus in den Wald, grub unter der größten Fichte ein Grab und legte das Eichhörnchen hinein. Dann füllte er die Grube wieder mit Erde und steckte einige Zweige mit buntem Herbstlaub darauf. Dann ging er heim, aber es war ihm ganz traurig zu sinn, denn sein lieber Hansel fehlte ihm nun sehr. Oben in der Fichte hatte der Rabe gesessen und alles mit angesehen. So, sagte er bei sich, das war doch der kleine Mann, der immer die Menschen kennenlernen wollte. Nun hat er sie kennengelernt, aber viel Freude scheint er nicht davon gehabt zu haben. Wäre er im Wald geblieben, so lebte er vielleicht noch. Dann schüttelte er sein Gefieder, schrie Pack, Pack, Pack und flog tief in den Wald hinein. Das war die Geschichte vom roten Hansel. Wenn sie dir gefallen hat und du mir helfen möchtest, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird, lass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein Abo da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt.